Moin, meine Freunde. Ich sage erstmal Hallo in die Runde und schön, dass ihr mit dabei seid. Hört ihr mich gut und ist die Musik so in Ordnung? Schreibt schon mal rein vorab. Ich sage schon mal zwei, drei Sachen zum heutigen Stream und natürlich auch zum Stammtisch. Warum kam kein Stammtisch? Wurde ein paar Mal gefragt. Das hat zeitlich leider bei mir Montag nicht gepasst. Deswegen habe ich auch für euch die Abstimmung gemacht gehabt am Montag, ob ihr einen Stammtisch nachgeholt haben wollt. Und ganz, ganz viele gucken ja auch diesen Stammtisch immer im Nachhinein erst. Das heißt, die einen haben den Stammtisch am Montag vermisst, die anderen haben das Video am Dienstag praktisch vermisst vom Stammtisch. Insofern, tut es mir an der Stelle leid. Ich habe die Abstimmung gemacht, über 600 Leute haben teilgenommen und ein bisschen mehr als die Hälfte hat gesagt, bitte, bitte, mach einen Stammtisch, holen wir nach am Mittwoch. Also machen wir das auch heute. Also kurz vorab, Bargfrede sagt als Sechserlösung, bist bisschen leise. Ich bin leise, oder was? Chat, könnt ihr mal kurz reinschreiben, ist das richtig? Bin ich leise? Warte mal, Audio-Eingabeaufnahme. Ich kann mich auch lauter machen, aber es wäre. So. Jetzt bin ich lauter. Schreibt jetzt gerne nochmal rein. Themen von heute. Bargfrede sagt Werder ab oder sagt als Sechserlösung ab. Idris Voka war beim Probetraining beim KSC, wurde da eingeladen. Also der einzig, den man damals eigentlich verpflichten wollte in der ersten Liga, Idris Voka, ablösefreier Spieler, war beim KSC beim Probetraining, hat dadurch auch sehr überzeugt. Darüber sprechen wir natürlich auch. Und natürlich reden wir auch über das Spiel gegen Dynamo und machen den Ausblick auf Heidenheim. So, das kurz zum Ablauf von dem Ganzen. Ich habe gerade gelesen, nein, wir hören dich gut. Dann mache ich das gerade wieder zurück. Das heißt, ich war jetzt gerade. So, okay. Dann bin ich jetzt wieder so in der Lautstärke. Musste nur bei mir noch. Ja, gut, egal, scheiß drauf. Hab ja jetzt gerade Dings. Und Voka ist natürlich nicht kurz vor der Unterschrift bei Werder. Das kam gerade irgendwie von Salzig Gameplay herein. Idris Voka ist beim Probetraining beim KSC. Ich schreibe das jetzt hier in den Titel auch nochmal mit rein. Idris Voka Probetraining, es sind ja immer nur Indizien, also Themen, einfach nur Themen, ne? Idris Voka Probetraining, KSC. So, haben wir jetzt korrigiert. Damit das auch für die weiteren jetzt gleich, ihr wisst schon, was ich meine, deutlich ist, ne? Mich würde es natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr einmal ein Däumchen nach oben da lässt und natürlich auch ein Abo, wenn ihr das Ganze noch nicht gemacht habt, zum Beginn des Streams. Und ich grüße auch natürlich Docnog und Whistler. Sehr, sehr schön, dass ihr auch am Start seid. Prinz Domdom, sehr cool. Leon Alia als Mod auch am Start, sehr schön. Leon, kannst auch gerne mal gucken, was für Mods heute noch am Start sein werden, beziehungsweise ob. Ja, genau. Okay, dann gucke ich gerade mal, ist im Discord schon jemand? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, es sind auch schon Leute im Discord drinne. Wenn ihr mitreden wollt, dann geht einfach in den Discord rein, wartet im Wartebereich und eventuell nehme ich euch dann später dran, wenn auch aufgerückt wird und so weiter. Die Leute, die schon häufiger dabei waren, kennen das Ganze schon. Für die anderen wird das dann immer vielleicht ein Stück was neuer sein, aber das ist, denke ich mal, auch kein Thema. So, ich hoffe, ihr freut euch trotzdem, auch wenn der Stammtisch natürlich jetzt verspätet kommt, hoffe ich, dass es trotzdem für euch in Ordnung so ist, wie es jetzt ist. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich stelle mal kurz hier bei mir schon mal ein paar Sachen um. Eingabemodus. Externes Mikrofon ist das, glaube ich. Oder ist das Brio 4K? Das müsste eigentlich das sein. Externes Mikrofon. Ja, müsste eigentlich das sein. Okay, muss man einfach gleich mal probieren. So, warte mal, wo hat sich den Chat? Da ist der Chat. Machen wir mal gerade den Chat hier oben schon mal mit rein. Geht jetzt gleich sofort los, Leute, ne? Momentchen noch Geduld.
Und dann starten wir gleich rein. Doc noch, Nico, mein Bester, Grüße. Dürfen auch Nicht-Werder-Fans am Stammtisch teilnehmen. Nicht-Werder-Fans dürfen gerne in jeder Discord-Runde dabei sein, nur nicht beim Stammtisch. Das hat einfach folgendes Ding, dass der Stammtisch halt ein Werder-Stammtisch ist und es insofern wenig Sinn macht, wenn man dann als Nicht-Werder-Fan hier mit dabei ist. Also natürlich kann man mit dabei sein, aber mitredet. So, versteht ihr, was ich meine? Ja. So. Jetzt habe ich den Stammtisch da echt ein bisschen groß gemacht. Ja, den Stammtisch, den Chat. So. Ich muss es einfach halt selber mal gucken. So, okay. So wäre das ja dann bei mir. Ich weiß, es kam schon ein paar Mal rein, dass das da nicht gut zu lesen ist, der Chat. Aber er ist wenigstens auch mit am Start. Wenn ihr auf Monitor oder Fernseher guckt, müsste das eigentlich ganz gut zu lesen sein. Das Problem ist, wenn ich jetzt, warte mal, wenn ich jetzt hier ein bisschen zoome, ist das eigentlich so ein bisschen doof, ne? Warte mal. So, guck mal, wenn ich jetzt so mache, ich weiß gar nicht. Huch, nee. Ich weiß gar nicht, ob das dann aktualisiert wird überhaupt noch. So. So könnte ich rein theoretisch machen. Chat, sagt ihr was? So könnte ich rein theoretisch machen von dem Zoom her, sag ich mal. Ja, guck mal, da muss ich hier runterscrollen dann. So. So. So wäre das dann. Grüße von Tobi Schreimer. Tobi. Grüße gehen zurück an Tobi. Liebe Grüße an Tobi. Bin schon wieder leicht angefressen. Moin Nico. Was macht denn Hobby? Hast du denn kaputten Sachen beikommen? Philipp, was meinst du? Kannst du mich grüßen? Hermann, grüß dich. So, okay, ihr seht ja hier im Wartebereich sind schon einige Leute da. Wir nehmen jetzt gleich schon mal den Holger mit rein, damit wir gucken können. Zoom passt? Okay. Also so jetzt, ja? Dann lasse ich das jetzt so. Dann ist das jetzt so ein bisschen gezoomter. Dann ist das ein bisschen größer für euch. Das ist der Discord-Link. So. Ganz easy ist das hier. Das machen wir hier alles ganz easy peasy. Okay. Zack. Dann starten wir jetzt gleich auch schon rein. So, okay. So. Mal kurz gucken hier. Es muss eigentlich das externe Mikrofon sein, aber ich schaue jetzt einfach mal, ich werde den Holger gleich rein tun. So, Holger. Ach Mann, das ist immer der Nachteil bei Apple hier. Dass das immer so kommt da. Verschieben nach Talk mit Nico. Holgerchen, hörst du mich? Yo, hi Nico. Grüß dich, mein Lieber. So. Warte mal, ich glaube, ich musste dann immer die Musik, musste ich sowieso, glaube ich, immer da dann ausmachen. Wobei, Holger, red gerne mal grad. Ja, check, check, check. Test, test. Hörst du mich, lieber Nico? Ich höre dich super. Soll ich So. dir ein Liedchen singen oder was aufsagen? Kannst du auch, kein Thema. Jetzt Ein Soundcheck. die große Frage an den Chat. Stimmt mal gerne gerade ab. Wollt ihr die Musik so, wie die jetzt ist, im Hintergrund haben oder ist die euch zu laut? Da müssen wir die rausmachen, weil wir die hier tatsächlich. Das ist die leiseste Stufe. So, ich weiß aber, dass die immer einen Tick was lauter angezeigt wird. Das ist schon richtig. Deswegen, Chat, ihr müsst gerne mal kurz was sagen dazu. Holger, hörst du mich hier rüber? Also, wo ich jetzt reinspreche, bin ich jetzt gerade vielleicht lauter, zufällig? Ja, genau. Okay, das heißt, du hörst mich dann über die Kopfhörer. Ist auch besser, glaube ich, dann. Ja, denke ich auch. Klingt besser. Ja, das ist irgendwie immer beim Discord. Ich weiß auch nicht, warum das im Discord ist, aber ja, ist ja nicht schlimm. Solange es passt, ist Nein. auch okay. Alles gut. So, dann gucken wir jetzt mal, wen wir noch reintun. Hat Chat schon was gesagt? Chat, 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 Chat. Chat, ihr müsst einmal kurz mitmachen hier. Eins, ja. Musik anlassen.
Wenn ihr sagt Musik aus, dann sagt die Musik aus. So, okay. Dann, guck mal, wir haben hier zwei Nikos drin. Das ist ja Wahnsinn. Musik passt, wenn alle so laut sind wie du. Ja, kommt ja drauf. Ja, sehen wir jetzt gleich. Nico 19, grüß dich. Sag mal was, Nico. Man hört dich nicht. Nico 19, du hast dich noch gemutet. Okay, wir holen auch schon mal Kleinikos. Guck mal, der war wieder am Xbox zocken, sehe ich hier gerade. Klein Nico, sag mal gerne was. Hallo. Hallo. Wunderbar, Nico. Also viel mehr Wörter hätten wir nicht gebraucht. Moin. Ah, da ist auch der nächste. Hallo. So, okay, dann mache ich jetzt gerade trotzdem mal die Musik aus, weil irgendwie kriege ich. Obwohl, Chat, ja, ihr sollt was sagen. Reg holen wir noch rein. So, pass auf, ich mache die Musik gerade an. Wir fangen an zu reden und Chat, ihr sagt Musik aus oder Musik lassen. Ja, so. Dann mache ich das im Hintergrund, während unsere Gespräch schon läuft, sozusagen. Rick, sag du auch mal noch mal kurz was, damit ich das sehe. Hier ist Ton drauf. Jo, moin, Nico. Grüß dich. Bist du mich? Jep, passt. Okay, super. Also, meine Damen und Herren, wir fangen natürlich an chronologisch bei Heidenheim, ist klar, ne? Nein, bei Dresden natürlich. Jeder, der gerne was zum Spiel sagen möchte noch gegen Dresden, soll das gerne tun. Klar ist das jetzt ein paar Tage her, aber eigentlich ist ja auch unser Stammtisch immer montags. Das heißt, wir machen das Ganze so, als ob jetzt heute, ne, als ob wir jetzt Montag den Stammtisch gemacht hätten. Also ganz normale Reihenfolge. Gerne was zu Dresden sagen. Und ich würde auch sagen, Rick, fang du doch einfach mal an. Ja, also wenn heute Montag wäre, ich glaube, ich wäre noch ein bisschen angepisst, als ich ohnehin schon war. Also so eine schlechte Werder-Leistung habe ich seit... Gott, habe ich echt vor dem Spiel nicht erwartet. Da war kein Kampf, keine Wille, keine Leidenschaft. Von Beginn an wirklich Katastrophe. Die drei Gegentore, wie die gefallen sind. Boah, das war ja echt Abstand halten. Par excellence, Alter. Sowas habe ich echt selten gesehen bei der Mannschaft. Und hochverdient haben wir das verloren. Und jetzt können wir nicht ankommen mit, ja, wir hatten noch ein paar Torchancen. Pfostentreffer von Füllkrug. Nee, wir haben in der Summe 3:0 hochverdient verloren gegen Dynamo. Und ich lege mich fest, wir dürfen über das Wort Aufstieg mit solchen Leistungen nicht reden. Und gegen Heidenheim möchte ich bitte ein anderes Gesicht der Mannschaft sehen. Ansonsten werden wir ein dickes Problem haben. Das ist meine Meinung dazu. Ja, dem ist wenig hinzuzufügen, würde ich sagen. Also es kam mir teilweise so vor, kennt ihr das Schwanensee-Ballett so ein bisschen? Habt ihr das mal gesehen? So kleine Mädchen, die in rosa Bassröckchen ja. über die Bühne tanzen. Das wirkte so ein bisschen auf mich, als wenn Werder das ausführen würde, weil das war wirklich kein Null-Zweikampfverhalten, im Gegenteil, sogar Angst vor Zweikämpfen. Der Schiedsrichter kam dann dazu mit so geilen Entscheidungen wie, man spielt klar den Ball, der Gegner haut mit der Mauke drunter und derjenige, der den Ball spielt, kriegt noch gelb. Das macht nochmal ein bisschen unsicherer und schon traut sich keiner mehr irgendwie in die Zweikämpfe. Und man hat so eine Leistung, die dabei rauskommt, ne? Das war dann der Anfang vom Ende, so fand ich. Spielerisch, ja, gut. Ja, ist auch nicht gerade berauschend. Nur wenn man halt nicht richtig in die Zweikämpfe geht und sich nicht durchsetzt am Mann, in die Situation kommt, in die offenen Bälle, dann kann man sich auch keine Chancen rausspielen. Ne? Gut, einige Spieler waren von der Rolle von uns, die vorher gut performt haben, geschenkt. Okay, passiert halt. Nur die Ursache war, wie du schon sagtest, das Zweikampfverhalten. Wenn du gegen eine Mannschaft wie Dresden das nicht annimmst, dann kannst du gleich zu Hause bleiben. Gerhard? Ja, kann ich mich auch nur dran anschließen. Auch Nico gerne, gar kein Thema. Gerhard auch? Ja, Gerhard, nehmen wir ihn raus, perfekt. Dann Nico, sag gerne du nochmal. Ja, also eigentlich wurde ja alles schon gesagt. Also ich war auch wütend nach dem Spiel auf jeden Fall. Es war einfach kampflos. Ja, wurde eigentlich im Prinzip schon alles gesagt. Klein Nico? Ja, wurde auch schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Perfekt. Also, Dynamo Dresden, jetzt auch nochmal, ja, meine Meinung kurz zusammengefasst dazu. Das war, ich schließe mich dem völlig an, das war tatsächlich nichts, das war Quatsch. Das hat auch nichts zu tun mit, ja, dass wir eine Linie finden, beziehungsweise man sich steigert oder sonst was. Das war mindestens mal drei Schritte zurück zu dem, wo wir eigentlich waren.
Und da lassen wir jetzt mal Hamburg raus. Das ist wirklich fast schon erschreckend teilweise gewesen. Wie wir auch standen, sowohl bei den Gegentoren fast schon zugucken, als auch bei der dieser, wenn man das mal überlegt, ist es Christian Groß ausgefallen. Ja, es war jetzt nicht so, dass wir jetzt 6 neue Spieler im Kader hatten oder so, dass man sagt, die müssen sich hier alle erstmal einspielen. Christian Groß ist ausgefallen und für uns war das ein absoluter Genickbruch. Wir kamen im Mittelfeld, hatten wir gar keine Präsenz. Wir waren überhaupt nicht da, wir waren nicht anwesend. Wir haben gespielt wie komplett neu formiert, als ob die sich alle gegenseitig kennen würden. Das, so geht das überhaupt nicht. Und dass danach auch noch die Gespräche herkamen mit, ja, wir hatten uns ja zwischenzeitlich Gedanken gemacht, ob wir einen Sechser holen wollen, haben uns aber dagegen entschieden. Weiß ich nicht, ob das so die richtige Entscheidung war, mit der kompletten Verbindung, und da sind wir auch nämlich jetzt gleich bei diesem Thema, mit der kompletten Verbindung, dass man zwischenzeitlich aber auch bei Philipp Bargfrieder angefragt hat, vor einigen Wochen schon, hat man bei Bargfrieder angefragt, ob er nicht in dem Testspiel, wer sich daran erinnert, das erste Spiel von Asale war das Testspiel, glaube ich, von Weiser war es auch das erste davon, ob beim Testspiel nicht Bargfrieder auch spielen möchte, um das Team kennenzulernen, für den Fall der Fälle. Bargfrieder hat es aber dankend abgelehnt, hat dann auch keine Lust mehr drauf gehabt, jetzt diese ganze Sechserlösung mitzumachen, was man irgendwo verstehen kann, denn Bargfrieder hat sich ja vor der Vorbereitung, wenn wir mal zurückdenken, angeboten gehabt, ne? Da hat er ja Bock drauf gehabt und hat ja gesagt, okay, gut, komm. So, dann war es ja wirklich irgendwie wieder so gefühlt die Notlösung, okay, man hat jetzt keinen gefunden, der im finanziellen Rahmen passt und ja, eigentlich ist auch irgendwie alles ein bisschen blöd gelaufen, was die Sechser angeht. Wir lösen das im Kollektiv-Stichwort und fragen dann einfach nochmal unseren guten alten Bari an, nur dass diesmal das nicht geklappt hat. Und jetzt muss man sich halt angucken, und das ist nämlich, wie gesagt, auch das Thema, zum einen Bargfriede, Absage, und Idris Woka, den wir für die erste Liga sogar haben wollten. Ne? Ich erinnere nochmal, für die erste Liga wollten wir ihn haben und hatten da auch gesagt, dass er gut genug für die erste Liga ist. Jetzt in der zweiten Liga ist er gerade sogar ablösefrei, also eine bessere Ausgangslage als letztes Jahr, ablösefrei, und wir beachten ihn gar nicht. Wir haben uns Gedanken gemacht um Sechser, aber nichts mehr rumgekommen. KSC lädt ihn einfach mal an zum Probetraining. Warum machen wir das nicht? Also wir hätten ja auch ohne Probleme, wenn Woka zum KSC zum Probetraining eingeladen wird und dahin geht, dann wäre der auch zu uns gekommen. Wisst ihr selber, wer jetzt, also jeder, der jetzt sagt, ja, aber zu uns wäre vielleicht gekommen, ist Quatsch. So, das verstehe ich halt nicht, blick ich auch nicht. Gerne mal eure Meinung dazu. Ja, Woka, das Thema hatten wir ja schon mal diskutiert vor einiger Zeit. Ich weiß jetzt auch nicht zwingend, ob Idris Woka jetzt der Sechser ist, den wir unbedingt brauchen. Ich habe mir den ja auch schon ein paar Mal angeschaut. Also nicht bei mir im Wohnzimmer, sondern auf YouTube zum Beispiel. Und einige Spiele von ihm gesehen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich der qualitative Sechser ist, den wir brauchen. Wir brauchen keinen Sechser, der noch den sechsten Sechser auf der Bank macht. Oder um die Bandbreite zu erweitern, sondern wir brauchen qualitativ starken Sechser. Also, das ist meine Meinung. Wir haben nominell genug Sechser, nur leider können die Position so halbwegs spielen, und so halbwegs kannst du da in der Pfeife rauchen. Das kannst du nicht gebrauchen. Das haben wir schon genug. Und deswegen würde ich sagen, also wir werden sehen, was jetzt passiert, wenn KSC ihn schnappt und unter Vertrag nimmt, ob er da wirklich performt und was er da abliefert. Aber ich finde, was ich so gesehen habe von ihm, er ist sicherlich okay, aber er ist nicht das, wo ich sage, boah, das wäre jetzt der Kracher, den wir benötigen auf der 6 künftig. Gerne die anderen auch was dazu? Allgemein zur 6er Position? Ja, ich denke, in der zweiten Liga würde zum Idris Woka definitiv weiterhelfen. Man hat ja auch gesehen, Grujew ist noch nicht bereit für die zweite Liga, das war auch von ihm. Ja, fand ich, es ist noch ein bisschen zu früh, kommt das, und jetzt, wo Groß ausfällt, hätte man noch einen Bomber, aber einen Bomber will man ja anscheinend nicht auf die 6er Position ziehen, immer noch weiter auf Rechtsverteidiger. Also hätte ich mich eigentlich schon bemüht, dass man sich da um ihn kümmert oder generell um einen Vertragslosen, aber das hat Clemens ja schon abgelehnt in der Pressekonferenz, dass er das nicht möchte. Deshalb frage ich mich wirklich, reicht das wirklich qualitativ aktuell? Ich habe da so meine Zweifel zurzeit. Ich muss dazu auch eine Sache noch reinwerfen. Ich finde vor allen Dingen in der Breite, dass wir nicht, selbst in der Breite, nicht mal genügend besetzt sind auf der 6, denn
Bomb wird faktisch als Rechtsverteidiger gezählt, heißt, wir können den nicht als Sechser-Kandidat mit mehr dazu zählen. Wurde jetzt oft genug bewiesen, dass er das nicht ist. Raab ist ein Achter eigentlich bei uns. Kann zwar auf der 6 spielen, aber dann eher in der Doppel-6. Und wenn wir über eine Doppel-6 sprechen, muss er daneben trotzdem einer spielen. So, jetzt werden wir jetzt darüber reden, eine Doppel-6 zu besetzen. Groß ist verletzt. Raab und wer bleibt dann? Gruev. Jetzt machen wir weiter. Namen gerne. Chat, ihr auch. Haut mal Namen raus. Ja. Keiner, richtig? Da wird es schon richtig genau. Dünn. Da muss und das ist nämlich genau das, was ich meine. Das ist nämlich, selbst in der Breite sind wir auf der 6 auch nicht gut aufgestellt, weil, wie gesagt, wenn wir eine Doppel-6 spielen, ist Raab der eine Part, der andere Part bleibt ja fast nur noch Gruev. Und was ich zum Beispiel damit meinte, ich kann dich vollkommen verstehen, Holger, dass du Woka als eher, wo du, sag ich mal, sich unsicherer bist, ich glaube, das kann man gut ausdrücken so, unsicherer bist bei Woka, ob das jetzt qualitativ was Besseres wäre. Ich für meinen Teil halte relativ viel von Woka, kann aber auch zudem sagen, dass ich muss mich gar nicht auf Woka speziell festfahren. Ich finde nur das allgemeine Standbild krass zu sehen, dass KSC, wie die das angehen, ne, mit wenigen finanziellen Mitteln und auch andere Vereine das angehen und wie wir das Ganze angehen. So, ich verstehe nicht, es gibt genügend Sechser gerade noch, die vertragslos sind. Warum lädt man die nicht auch mal ein zum Probetraining? So, klar hat das immer so einen gewissen Beigeschmack, jemanden zum Probetraining einzuladen, auf gut Deutsch, ne? Andererseits, wie erfährst du am besten, was ein Spieler kann? Also durch Videos und Anschauen und Statistiken lesen ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn du den live auf dem Platz beim Training hast, natürlich lernst du da den nochmal anders kennen. So, und da kannst du halt nun mal... auch ein Woka war jetzt ein Beispiel, hätte aber auch ein Castro nochmal anfragen können, vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Spieler. Wir hatten letztens, hatte ich schon mal was zum Sechser gesagt, da habe ich in den Kommentaren 7 verschiedene Sechser gehört und gelesen gehabt und geschickt bekommen gehabt, die alle vertragslos sind, wo ich mir denke, weiß ich nicht, ob das so richtig ist zu sagen, okay, wir warten bis zum Winter. Weil eins ist auch klar, dass kein Sechser geholt wird, Das ist auch nicht die Lösung. Ne? Also die Lösung von Werder ist ja, im Winter dann was zu tun, nicht zu tun. Also man sagt jetzt nicht von Werder-Seiten aus, wir sind auf der 6 super besetzt gerade aktuell. Weil die nicht fit sind, sagt Fritz. Was meinst du? Ich finde auch die Aussage von Fritz, die freien Spieler ja nicht im Training werden, sagen, bräuchten wir sie fit sind. Ach so, ja. Dazu kann ich auch nur sagen, auch da... wie lernst du es am besten kennen? Ne? Einladen. Einfach einladen. Kassi ist nur ein Paradebeispiel, das ich mir heute rausgesucht habe, weil ich das so passend fand. Haben Rechtsverteidiger und ein Sechser, also ne, mit Woka, ein Sechser und ein Rechtsverteidiger haben die eingeladen, zwei Spieler und beide haben absolut überzeugt im Training. Wenn die beide am Ende holen werden oder vielleicht auch nur einen davon holen werden, hat sich das Ganze schon gelohnt. Und ein Probetraining, glaube ich nicht, dass das jetzt einen finanziellen Rahmen springen würde, wo man sagen könnte, die jetzt im Probetraining einzuladen, also die Zukosten zu zahlen, das ist schon... Versteht ihr, was ich meine? Das sprengt unsere Kasse, meinst du? Unser Sparschwein jetzt komplett. Naja. Das Thema hatten wir ja auch schon vor zwei Stammtischen, glaube ich, schon mal. Mit den Sechsern, also das ist wirklich eine Odyssee bei Werder, das ist kaum zu glauben. Also vor jeder Saison wird gefühlt gesagt, wir brauchen unbedingt einen Sechser, weil die Position ja so schweinemäßig wichtig ist, was sie auch ist im modernen Fußball. Ja. Und auch bei Werder. Wir spielen im modernen Fußball, glaube ich. Wir spielen nicht mehr in den 80ern. Und dass man dann, das ist ja diese Gewichtung, die mich so ein bisschen anzeckt gerade, dass man woanders halt irgendwie die Kohle reinpumpt bis zum Abwinken, ja, aber seit Jahren nicht die wichtigste Position auf dem Platz, mal abgesehen vom Torwart, den defensiven Mittelfeldspieler, da einen starken Mann hinstellt, der wirklich zentral, im wahrsten Sinne des Wortes, auf andere auch abfärbt und ausstrahlt und verstärkt Einfluss nehmen kann. Da diese wichtige Position nicht zu besetzen stark, das ist oberdämlich. Dümmer geht's nimmer. Im Gegenteil, dann mache ich lieber die Peripherie stark ringsrum, aber lass den Sechser schwach. Wie blöd kann man sein? Das ist genau die falsche Gewichtung und die verstehe ich einfach nicht. Ja, kann ich verstehen. Ich verstehe es, wie gesagt, auch nicht. Ist auch für mich eine Prioritätsposition auf der 6, die man halt, wie gesagt, eigentlich auch weiß und kennt. Ne? Ist ja auch immer so dieses Lustige dann, ne? Wenn man die ganzen Aussagen so
vergleicht, man scheint das ja auch zu sehen, auch von Werder-Seiten aus. Trotzdem wird da aber nichts groß unternommen. Ne? Warum auch immer. Gut, das ist jetzt die andere Sache. Aber nervig ist es trotzdem. So, und ja, was das jetzt für uns heißt, sieht man ja jetzt gerade. Ne? Was haben wir für Sechserlösungen? Wie sieht es da aus? Eher schwieriger. Park braucht auch mal Minuten zum Spielen. Das mit Park verstehe ich sowieso absolut nicht. Ist auch so ein Ding, wenn wir gerade eh über Positionen sprechen. Park wird immer wieder entweder bei der U23 eingesetzt oder hängt wirklich 90 Minuten bei uns auf der Bank. Weiß ich nicht, was da dann der Plan sein soll. Entweder lässt er bei der U23 weiter jetzt spielen, damit der Junge auch weiter Spielpraxis hat. Oder du ziehst ihn auch wirklich ran. Und was ich da wirklich nicht verstehen kann, von meiner Seite aus, ist, wir verpflichten den Jungen. Der spielt in der Vorbereitung fast alle Spiele, überzeugt mit seinem Einsatz und bekommt nicht mal eine Minute in der zweiten Liga gerade gefühlt. Hm. Kann ich nicht verstehen. Verstehe ich absolut nicht. Ich auch nicht. Also Anfang hat es jetzt ja begründet damit, dass Park so ein klassischer, in Anführungszeichen klassischer Außenverteidiger ist, der seine Position sehr stark hält und die Linien rauf und runter rennt, während er ja mehr dazu tendiert, dass er so mit einrückenden Außenverteidigern gerne agiert, und das ist so seine Begründung jetzt gewesen. Aber trotzdem, also kann ich nicht verstehen, warum der noch nicht eine Minute gespielt hat. Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Zumal er wirklich recht starke Leistung gezeigt hat und wir auf links dann lieber mit so einem Marco Friedl agieren, der da teilweise Leistung gebracht hat, wie das war gut und böse. Ja. Wo ich zuerst sagte, oh Gott, lass es aufhören. Das verstehe ich dann wirklich nicht. Also. Leaf, hörst du uns? Gerade noch jemand hinzugefügt gehabt, der hört mich wahrscheinlich nicht. Nö. Leaf, sonst schreibt im Chat, wenn du am Start bist. Markus probieren wir auch nochmal. Das probiert aber funktioniert aber Woche für Woche eigentlich nicht. Markus, hörst du uns? Jawohl! Hey! Ah. Ich habe gerade noch gesagt, das probiert funktioniert Woche für Woche nicht. Ich bin so froh, dass das erste Mal funktioniert. Hallo, ist Markus. Doch klasse. Ja, servus. Jetzt bloß nichts umstellen. Ja, nee, um Gottes Willen. Ich kenne mich halt überhaupt nicht aus mit der Plattform und würde euch jetzt aber nicht weiter stören. Ich wollte stören. Wenn ich jetzt... Du sollst was sagen. Ja, natürlich wollte ich stören. Du sollst stören. Ja. Ich störe gleich, wenn ich gerade weiß, wo ihr stehen geblieben wart. Okay. Manche habe ich nicht gehört. Alles gut. Also, zu Park könnte ich sonst noch was sagen. Ja klar, gerne. Und zwar finde ich jetzt, ich verstehe auch absolut nicht, warum er nicht spielt. Und jetzt gerade Sonntag fand ich eigentlich, dass er da, dachte ich irgendwie, die bringen ihn vielleicht zur Hälfte. Mhm. Die lagen 1-0 hinten. Jung war auch noch mit Gelb hier vorbelastet. Mhm. Ich verstehe absolut nicht, warum die ihn nicht mal einfach reinbringen, weil der Junge hat auch Offensivdrang. Und ja. Ja, wie gesagt, ich bleibe ja auch dabei. Ne? Park, ich verstehe halt nicht, in der Vorbereitung baust du den auf, gute Ansätze und dann jetzt gar nicht. Und das ja, obwohl ja, Möglichkeiten genügend da waren. Ne? Zwischenzeitlich Jung auf einer Hochzeit gewesen, Friede als nächster Teil kannst du immer knicken. Und ja, rechts ist ja eigentlich die Doppellösung, so scheint es zumindest nach außen hin, Weiser dahinter ein Bomb, und das soll wohl in der Doppelbesetzung so ja auch bleiben, scheint zumindest so. Aber auch so die Begründung von Markus Anfang, dass er dann irgendwie sagt, jetzt in diesem Spiel, das so ein bisschen schief lief, da mochte er jetzt dann Park auch nicht mehr einwechseln, wenn es dann nicht so rund lief. Ja, aber das ist ja nicht so ein Spiel. Wir spielen ja schon die Saison ein paar Spiele lang, und dass er noch nicht einmal gespielt hat, weiß ich nicht. Also das finde ich schon so ein bisschen merkwürdig. Also, ja. Ich verstehe auch nicht, warum er bei den klaren Führungen jetzt gegen Rostock oder gegen Ingolstadt nicht mal eingewechselt wurde. Ja, also da hätte man ja auch gegen Ingolstadt wenigstens so 30 Minuten Spielpraxis geben können. Weil, dass er gar nicht eingewechselt wird, das ist schon ein bisschen schwach, finde ich. Traurig. Also jetzt kommt die Aussage gerade von Olaf, ja, das ist das, was in der Deichstube steht. Ich kann das gerne mal vorlesen für alle. Also die den Deichstube-Artikel nicht gelesen haben, der Kommentar dazu ist, Park ist ein sehr engagierter junger Spieler, der die Position auch gut bekleiden kann. Aber er ist mehr der Spielertyp, der die Linie hoch und runter spielt, erklärt der 47-jährige Werder-Coach. Aktuell brauche es im Bremer Spiel aber eher einen Verteidiger, der vermehrt in der Dreierkette agiert. Das ist Park eher nicht, weil er lieber eine klaren Außenposition spielt, zudem
sei es im Dresden-Spiel generell nicht rund gelaufen. Da hätte ich ihm keinen Gefallen getan, wenn ich da reinschmeiße. Deswegen habe ich, lass uns da lieber Marco arbeiten, bla bla bla. Ja, ich kann dazu nur eine Sache sagen. Erstmal haben wir sowohl in der Vorbereitung als auch immer wieder in den letzten Spielen gezeigt, dass wir mit beiden Außenverteidigern spielen, die die Linie hoch und runter gehen. Sowohl Weiser, wir erinnern uns mal kurz an sein Tor, ist ja nicht einer seiner einzigen Ausflüge nach vorne gewesen, sondern er läuft die Linie die ganze Zeit hoch und runter. Sowohl aber auch Jung setzt immer wieder offensive Zeichen. Fakt ist, wenn ein Außenverteidiger nach vorne rückt, muss sich jemand anders fallen lassen, so wenn du so weit aufrückst. In dem Fall dann vielleicht ein Sechser. Und dadurch, dass wir eh keinen Sechser haben, der da wirklich gerade funktioniert, kannst du ja dann einen Sechser nehmen, der dann beispielsweise jetzt Nummer 1. Ein Beispiel, Rapp, der gelernter Innenverteidiger ist. Falls die, also für die Leute, die es noch nicht wussten, Rapp ist eigentlich ursprünglich mal Innenverteidiger gewesen, jahrelang. Ist erst seit einem Jahr im Mittelfeld. Ja, zum Beispiel ein Rapp, der auch eine Innenverteidigerposition kann, kann sich dann zurückfallen lassen in die Dreierkette. Also zwischen dann, nehmen wir jetzt mal Toprak, Friedel. So, dass die Außenverteidiger genügend Platz haben. Ich finde, das ist keine wirkliche Begründung, das so also zu sagen. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, Nico. Hast du gelesen, was Martin Lauert geschrieben hat? Der schlägt Velkovic auf der 6 vor. Da wird Nico mit seiner Frisur sagen, there stands me the hairs to the mountains. Oder? Kann man so sagen. Kann auch sein, der Nico braucht einen Herzschrittmacher. Das ist definitiv Quatsch. Also Martin, ich in allen Ehren, ne? Aber Velkovic auf der 6, damit würden wir uns auf gar keinen Fall einen Gefallen tun. Spielaufbau Monster minus 200, das ist vielleicht Velkovic, aber also im Leben nicht. Wie gesagt, das was das habe ich auch, da habe ich auch Velkovic gelobt gehabt. Zweite Liga passt zu ihm im Sinne von Zweikampfstärke und sein Stellungsspiel ist an sich auch ganz gut. Kopfbälle kann er auch. Tempodefizit hat er alle Male, das ist ganz klar. Also ist mit Sicherheit nicht einer der schnellsten. Und Spielaufbau kann er auch nicht. Das sind so seine Mankos. Insofern, das ist keine Beschreibung für einen Sechser. Also, um das jetzt mal vereinfacht zu sagen. Dann kannst du sogar tatsächlich, ich habe es mir gerade eben auch schon mal im Chat gelesen gehabt, sogar eher noch einen Top-Pack auf die Sechs tun. Nicht als jetzt Spielgestalter oder so, aber das ist jemand, der geht voran. Der macht immer 3-4 Meter, ähnlich wie groß eigentlich. Der wäre so, glaube ich, grundsolide einfach da auf der Sechs. So, das Einzige, was ich da halt als Problem sehe, ist dann halt, höchstwahrscheinlich beim ersten Zweikampf ist er dann 3 Wochen im Krankenhaus oder so. Aber ja, rein theoretisch wäre das eine Option. Wer kriegt einen Zweikämpfer mehr, aber auch nicht? Ja, 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 ja. Ja, und dahinter wird es schon richtig dünn, ne? Also muss man schon richtig viel Fantasie aufbringen, um dann jemanden zu haben, der die 6 auch wirklich umfänglich spielen kann, ne? Also, und das ist ja dann wieder so ein Experiment und ja, naja. Ist auch vollkommen richtig, deswegen sage ich ja auch gerne im Chat mal. Ihr könnt ja mal einfach eine 1 im Chat schreiben, wenn ihr sagen wollt, okay, auf der 6 vielleicht doch nochmal nachrüsten. Eine 2 im Chat, wenn ihr sagt, nee, wir lösen das intern dann. Aber wenn ihr eine 2 schreibt, dann schreibt da auch hinter wen. Nicht einfach nur 2, hör mal, wir haben doch hier super und dann könnt ihr keine Namen nennen. Also 2, ne, überlegt gut. So, ja, für mich bleibt es dabei. Ich würde versuchen tatsächlich, wenn das irgendwie möglich ist. Wir können natürlich immer nur so von unserem Standpunkt auch aus reden, wenn das möglich ist. Also wenn es finanziell das Ganze zulassen würde, würde ich versuchen, Sechser einzuladen, wirklich auch zu einem Probetraining, die sich einfach mal anzugucken, zu schauen, hör mal, wie sind die, könnten die uns vielleicht helfen, könnten die passen und dann gucken, was geht. Oder eventuell auch bei der U23 nochmal schauen, wer spielt da auf der 6, kann man den vielleicht eventuell hochziehen. Denn das mit QF, ja, musst du gucken, kannst du weiter auswählen, ranführen. Ich würde dem auch nicht die alleinige Schuld geben oder sonst was, auf gar keinen Fall. Aber ich weiß nicht, ob das so eine Dauerlösung gerade sein kann. Ja. Friede. Im Bereich wie großen Spieler für die 6 haben wir doch. Ein 1,96 Kopfballmonster. Das wäre doch die Lösung, oder nicht? Dann könnte der jetzt auch spielen endlich mal. Ein bisschen Spielpraxis wieder kriegen nach seiner Verletzung. Das Problem ist, er wird die Bälle immer raustrausten, glaube ich, statt die zu köpfen, oder? Also Pavlenka meine ich jetzt. Ach so, ich dachte gerade schon, bei wem bist du denn, ey? 1,96,6er, habe ich da was nicht auf dem Schirm, oder was? Ja. Dann könnte er wieder spielen so ein bisschen und Spielpraxis sammeln, oder? Das wäre doch eine Idee. Chat sagt auch 1, ja. Ja,
Gut, Torwart, du hast ja ein gutes Thema angesprochen. Was sagt er? Cetera, Pavlenka, wir spielen am Wochenende. Acht Leute. Was meint ihr? Also Chat erstmal. 1 für Pavlenka, 2 für Cetera. Nächste Abstimmung, Rainer. Und jetzt gerne. Es wird bei Cetera bleiben. Hä? Es wird bei Cetera bleiben. Du sagst, es wird bei Cetera bleiben. Auch wenn ich glaube, ich auch. Denke ich auch. Ist leider auch meine Vermutung, obwohl ich Pavlenka wirklich herzlich gerne wieder im Tor sehen würde, muss ich zugeben jetzt. Denn es gibt jetzt meiner Meinung nach keine Begründung mehr, Mannschaftsrhythmus nach dieser Serie von schlechten Spielen zu sagen, müssen etc. am Tor halten. Mhm. Das ist vorbei. Markus? Ja, ich schließe mich an. Also ich glaube zumindest, dass beide Spieler ja nicht vertragslos, aber am Ende der Saison auslaufend haben. Und deswegen glaube ich, dass man den Schwächeren, vermeintlich Schwächeren, mit weniger Marktwert spielen lässt, um zu gucken, wie er sich schlägt, bis er wirklich gar keinen Fehler macht. Also ich glaube, man macht das wirklich so aus dem Blickfeld, nicht wer hat jetzt letztes Spiel schlecht oder gut gespielt oder was braucht das Team jetzt. Also ich glaube, der Zetterer hat jetzt eigentlich gar keinen Fehler gemacht, auch wenn er zu klein ist, keine Frage. Aber allein aus Marktwertgründen und wenn Pavlos nicht verlängert, tut man sich ja überhaupt gar keinen Gefallen damit. Und deswegen glaube ich eher, dass die Zetti ja auch gezielt aufbauen wollen. Und bisher muss man sagen, also zum Saisonstart, lief das ja noch ordentlich. Und ich glaube eher, dass wenn er wirklich einen Fehler macht, dass man dann nochmal darüber nachdenkt. Vorher nicht. Oder man weiß, okay, Pavlenka verlängert und dann hat man auf jeden Fall Sicherheit. Die Sicherheit sehe ich jetzt im Moment nicht auf der Position und deswegen lässt man, glaube ich, aus diesen Gründen eher so den Marktwert unerfahrenen, schlechteren oder wie auch immer man das formulieren will, auf der Position spielen. Ich glaube, es gibt so mehrere Gründe, dass man so Spieler auch wirklich jetzt spielen lässt, die so ein bisschen, so wie Schmidt, also den hatte ja vor der Saison bestimmt niemand, also jetzt nicht Schmidt, sondern Schmidt, den hatte vor der Saison niemand irgendwie auf dem Schirm. Und ich glaube, es gibt mehrere solcher Spieler, die jetzt halt die Chance bekommen, damit sie halt zeigen können, okay, lohnt sich da irgendwie was zu verlängern oder nicht. Und ich glaube, mit 2 Torhütern und auslaufenden Verträgen macht man das dann eher so, als dass man sagt, okay, wir nehmen auf jeden Fall Pavlos. Ich glaube, da wird man sich keinen Gefallen tun langfristig. Ich persönlich tendiere natürlich zum stärkeren Torwart und das ist der Nationaltorwart. Aber gut, ich glaube, da hat jeder seine eigene Meinung. Wir wissen auch nicht, was im Training los ist. Man hat sich auch verfolgt, dass dann Pavlos im Training irgendwie ab und zu mal irgendwie einen Bock hat, irgendwie reißt oder so. Oder dass es motivationell schwierig ist, wie auch immer. Ja, ja. Der hat den Patzer. Genau, irgendwie sowas war da, ne? Ja, ich sehe das Ganze ein Tick schwieriger. Gerade wenn wir über Marktwertentwicklung oder Marktwert reden. Pavlos hat ja die Verlängerung vor allem mit angeboten gehabt, das zu Vorbereitungszeiten. Da war aber durch die Verletzung und dadurch, dass der Transfermarkt noch nicht oder die Transferplanung noch nicht abgeschlossen waren, wurde die Verlängerung hinten dran geschoben. Sonst hätte man ja bereits schon mit Pavlenka verlängert. Deswegen insofern, ich glaube nicht, dass das ein Problem wäre zu verlängern. Das, wo ich dir recht geben würde, wäre, dass es teurer wäre, mit Pavlenka zu verlängern, als die mit Cetera. Denn Pavlenka wird definitiv den besseren Vertrag jetzt auch schon haben. Da sind uns, glaube ich, alle sicher oder alle einig. Man muss natürlich gucken, wie wird das Ganze jetzt sein, wenn jetzt, ja, über die nächsten Spiele. Ich glaube, wenn jetzt ein Pavlenka reinkommen würde, dann wäre eine Verlängerung auch gut machbar. Sie wirst aber Pavlenka weiterhin auf der Bank lassen. Warum sollte der auch verlängern dann? Ne? Das ja, ist halt absolut. Immer so diese andere Seite. Wie viel Zeit würdest du ihm dann geben und würdest du dann sagen, okay, dann mache ich im Winter notfalls wieder einen Wechsel? Oder wie würdest du da vorgehen? Ich würde da definitiv Pavlenka erstmal, ich würde Pavlenka definitiv spielen lassen. Ich hätte ihn ja jetzt auch die letzten zwei Spiele schon spielen, das habe ich ja von Anfang an gesagt gehabt, weil ich ihm direkt diese Sicherheit und dieses Zeichen hätte geben wollen. Du kommst aus der Verletzung zurück, du hast uns nie enttäuscht. Du hast uns über die letzten Jahre torwarttechnisch geprägt. Das nach einer Ära, die einfach absolut scheiße lief.
du warst, bist nur rausgekommen, weil du verletzt warst, also kommst du jetzt auch wieder rein, wenn du wieder fit bist. So, das wäre mein Grund gewesen, um Pavlenka sofort wieder reinzutun. Und wie lange ich die Zeit gegeben hätte zur Verlängerung, ist auch relativ klar. Wenn er jetzt wieder spielen würde, würde ich auch schnellstmöglich das Gespräch suchen und sagen, hör mal zu, wir fangen das Ganze an und das bis zur Winterpause. Und wenn er dann sagen würde, er wird nicht verlängert, so, und etc. kannst du auch nicht verlängern, dann musst du sowieso schauen. Es ist ja faktisch schon eine Scheißsituation, dass bei beiden Keepern der Vertrag ausläuft. So. Aber ich glaube, dass Cetera eher sogar noch, auch selbst wenn er auf der Bank wäre, eher noch verlängert als Pavlenka, wenn er auf der Bank ist. Das stimmt, ja. Ja, das ist wohl wahr. Man kann auch nicht mal nach Marktwerten gehen oder nach was passiert, wenn die denn gehen, sondern man muss wirklich jetzt meiner Meinung nach danach gehen, wer sportlich einfach der Bessere ist. Ja. Was für unsere Mannschaftszukunft sportlich das Beste ist. Dieses ewige Rumgesülze und Rumgeleier von wegen, ach, wer ist denn teurer, wer hat denn mehr Marktwert, das ist mir doch scheißegal, Mann. Wir müssen jetzt Leistung bringen. Wir müssen in dieser Saison Leistung auf dem Rasen bringen zunächst mal. Du denkst nicht an Marktwerte, denk auch nicht an die Zukunft, denk ans Hier und Jetzt. So, da muss die Mannschaft abliefern. Punkt. Ja, was machst du denn, wenn der Pavlas dann nicht verlängern will? Das heißt, er spielt. Er wollte ja schon verlängern. Dann wisst ihr mehr als ich. Also Pavlenka wollte schon verlängern. Erstmal war es ja so, dass ursprünglich Pavlenka verkauft werden sollte. Das war die Ausgangsposition, die ursprüngliche. Daraufhin hat aber Pavlenka von Anfang an gesagt, dass er gerne bleiben würde in Bremen. Kann natürlich auch familientechnisch sein, vielleicht will man sich da einfach nichts Neues jetzt mehr suchen. Ist ja alles legitim, kann ja verschiedene Begründungen sein. Das ist ja, lassen wir mal so stehen. Fakt ist, er wollte bleiben, er hatte auch Angebote. Wenn die für beide Seiten lukrativ gewesen wäre, hätte man die auch angenommen. War sie aber nicht, sowohl für Werder-Seiten war das von der Summe her nicht attraktiv genug, als auch von Pavlenka aus, der ja wie gesagt weiterhin gesagt hat, er möchte gerne bei Bremen bleiben. Und er sei ja auch grundsätzlich dazu bereit, seinen Vertrag zu verlängern. Jetzt kommt natürlich dann das, was halt wir alle ja auch mitbekommen haben, die Verletzung von Pavlenka, die natürlich in dem so einem, gerade in einem Vertragspoker und so weiter mit reinspielt. Ist ja klar, ne? Aber wie gesagt, wir sind ja auch immer noch dabei, da gebe ich auch Holger recht, qualitativ ist Pavlenka einfach der eindeutig bessere Keeper. Und Leon hat auch gerade eben schon richtig reingeschrieben, Zetti hat aber auch vor allem in der ersten Hälfte mit seinem Spielaufbau richtig mit dem Feuer gespielt. Zum einen das, zum anderen hat er geschrieben, also gegen Dresden hat nicht viel gefehlt und Zetti hätte einen Riesenbock gemacht. Ich würde zudem noch hinzufügen, ich habe jedes Mal das Gefühl, Zetti spielt mit dem Feuer, wenn er mit dem Ball mitspielt. Denn A, lässt er sich unfassbar viel Zeit, bis er dann spielt. B, ist das teilweise so, so knapp und eng. Da kriege ich fast Herzkasper, auch wenn das in der einen Szene, die ja dann damals so auf TikTok ein bisschen viral gegangen ist, wo er dann den Spieler stehen hat lassen, aber wenn sowas mal ins Auge geht, dann stehst du so, so doof da. Es zeigt ja auch so ein bisschen von Selbstbewusstsein und Sicherheit, dass er sich das zutraut, dass er das macht. Da würde ich jetzt jedem dann recht geben, der das sagen würde. Dennoch, finde ich, hat Cetera einfach auf der Linie, er hält die Dinger, die man halten muss, dem würde ich zustimmen, also die einfach halt aufs Tor gehen, die hält er auch, aber er hat jetzt auch keine unfassbar krassen Sachen gemacht, wo man gesagt hat, die hätte jetzt zum Beispiel Pavlenka nicht gehalten. Eher war es andersrum. Eher hat man gedacht, okay, den hätte vielleicht Pavlenka gehalten. Sowohl gegen den HSV als auch gegen Dresden. Und da gab es ja auch viele, die gesagt haben, dass Zetterer so weit in der Ecke stand und das lange Eck so aufmacht. Ob das so richtig ist im Torwartspiel, weiß ich auch nicht. Haben mit Sicherheit auch wieder ein paar Torhüter im Chat, ihr könnt ja auch gerne was dazu schreiben, aber ja, das kurze Eck zumachen, ja, definitiv, aber das lange Eck so weit offen lassen, schon mutig. Glaubst du denn, dass so ein Torwartwechsel wirklich was verändern würde? Also klar gibt er Sicherheit, ja, und hat Erfahrung, aber wenn man jetzt so das Spiel betrachtet, also ich bin ja da irgendwie doch etwas sensibel, was eben die Zentrale betrifft, und ich glaube, das ist irgendwie das Herzstück der Mannschaft. Klar macht ein Torwart, gewinnt er vielleicht mal ein Spiel, aber von der Spielweise her. Ich glaube, dass das Torwartspiel, also wenn wir uns auf der Torposition verändern, glaube ich nicht, dass wir spielweisentechnisch irgendwie ein anderes Spiel aufziehen werden oder das grundlegend was verändert. Das glaube ich nicht. Ich bin auch bei dir, wenn man sagt, okay, auch vor allem in der Zentrale hat es eben auch nicht funktioniert, gerade jetzt gegen Dresden.
Das ist aber eine andere Sache. Also für mich ist das eine das andere. Das Torwartproblem, oder das Torwartproblem will ich gar nicht sagen, aber die Torwartsituation würde ich nach den letzten 12 Spielen jetzt einfach austauschen. Und ich glaube, dass Pavlenka uns mehr Sicherheit gibt und vor allen Dingen gerade bei dem einen oder anderen Schuss uns vielleicht auch mal ein Gegentor retten kann. Also dass dann eben nicht fällt. Trotzdessen glaube ich nicht, dass wir auf einmal eine andere Spielweise haben, wenn Pavlenka im Tor ist. Falls das die Frage jetzt so war. Ja, das war die Frage. Ich sag mal so, also ein Torwartwechsel beeinflusst ja nicht unbedingt das Zweikampfverhalten einer Mannschaft. So, ja. Da fängt das ja schon mal an. So, und wenn ich jetzt sehe, woran es gegen den HSV und gegen Dresden gehapert hat, dann war das in erster Linie, würde ich eher sagen, nicht unbedingt ein Torwartproblem, sondern eine Einstellungssache und ein Zweikampfverhaltenproblem. So, das ist das eine. Das andere gegen Dresden war aber auch, dass teilweise von den Timings innerhalb der Mannschaft Pässe gespielt wurden, wo ich sage, alter Schwede, ist das gruselig. Immer genau in die Karten der Dresdner. Entweder spiele ich zum falschen Zeitpunkt den Pass oder nein. Ja. Spiele ich ihn früher, ist das super, spiele ich ihn später, spiele ich ihn genau in die Karten und die können wunderbar kontern. Und das war wirklich, also zum Weggucken, dieses Spiel. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie man es, glaube ich, nicht machen sollte. Ja, aber das heißt ja auch, dass es eventuell gar nicht besser werden kann, weil du musst ja, wenn du Fehlpässe spielst oder spielerisch lösen willst, ist der erste Schritt erstmal zu den Basics. Genau. Also dann halt wieder so dieses aggressive, geschlossene. Also es wird sicherlich jetzt dann nicht schöner werden, so vom Spiel her, ne? Denke also, ich jetzt mal. Mir persönlich ist es relativ egal, ob es schön ist oder hässlich ist, Hauptsache es ist erfolgreich. So und nee, ernsthaft jetzt, da bin ich völlig leidenschaftslos, glaub mir das. Ich gehe da, denke da voll im Sinne von Werder und als Fan, ich will, dass wir Spiele gewinnen. Ich finde Freude daran, dass wir Spiele gewinnen. Und wenn das bedeutet, dass wir hässlich spielen und dreckig spielen, ist mir das scheißegal, wirklich. Absolut scheißegal. Hat man aber auch lange nicht mehr gesehen, oder? Dass mal so ein dreckiges leider, Spiel gewonnen wurde. Leider, das Halbfinale, ja. Im Pokal letztes. Nee, das Viertelfinale. Ja. Pokal, hast du gesagt? Letztes Jahr. Ich dachte, du meinst gegen Osnabrück, ja. Ronald hat aber geschrieben, Pavlenka hat eine super Leistung in den letzten 3 Jahren gegen den Abstieg. Ja, würde ich auch sagen. Ein Bomb wurde hier gerade auch von Gerhard nochmal vorgeschlagen auf der 6. Prinzipiell bin ich ja gar nicht mal so dagegen oder gegen die Aussage, den mal auszuprobieren, auch auf der 6. Aber ich glaube einfach, und das ist halt so Stand der Dinge, dass es dazu auf gar keinen Fall kommen wird, weil ein Bomb als Backup-Rechtsverteidiger / vielleicht auch Zukunftsrechtsverteidiger unter Anfang gesehen wird. Deswegen glaube ich, wird es dazu nicht kommen. Dennoch würde ich rein theoretisch dir recht geben, kann man mal auswählen, gibt dir aber da Unrecht mit dem, weil du hast geschrieben, dem, ich finde, er ist genauso ein Kämpfer wie der Lutscher damals. Die Ähnlichkeit mit Thorsten Frings und Manuel Bomb sehe ich kein Stück, sag ich ehrlich. Allein spielerisch. Was der Lutscher am Ball gemacht hat und dann ein Bomb-Kämpfer, ja, aber alles andere eher nein. Ist ja noch wesentlich mehr, was in diese Position reinspielt. Das Thema hatten wir ja schon. Ne? Ja, Position, ja, aber überleg mal, stell mal zurück. Spiel ohne Ball, Stellungsspiel, so. Das ist ganz, ganz viel Vorausahnen von Spielsituationen. Situationen erahnen, vorerahnen können, das ist ganz viel Sechserspiel. Und wer das halt nicht kann oder dass das nicht diese Gabe halt nicht hat als Sechser, der ist da völlig falsch in der Position. Auch wenn ich ein Zweikampfmonster bin und Zweikampfverhalten habe, das ist nicht alles leider. Ne? Was glaubt ihr denn gegen Heidenheim? Wie sieht's denn da? Was wartet denn da? Stehen die tief oder wollen die dann nach vorne spielen? Ach, die stehen doch nicht tief. Schwierig. Denke ich auch nicht. Ich denke, die wollen unsere Verunsicherung ausnutzen. Ja. In erster Linie. Wenn die merken, da kommt Gegenwehr, dann werden sie vermutlich situativer mal tiefer stellen, ja. Aber die werden nicht von Anfang an mauern, im Gegenteil. Die werden uns gleich den Wind aus den Segeln nehmen wollen. Okay. Die werden kämpfen. Die werden ordentlich kämpfen, pressen und damit werden das ja Probleme, denke ich. Genau. Denke ich auch. Ich fürchte auch, das wird wieder ganz furchtbares Spiel. Also bin ja jetzt nicht gerade optimistisch, was das Spiel angeht. Ja, aber nehmen wir doch mal an, es wäre jetzt gut gelaufen für Bremen, dann würden sie doch tief stehen. Oder spielen sie jetzt dann deswegen so, weil wir gerade eine schlechte Phase haben? Ja, normal. Deswegen nicht tief stehen, glaube ich. Auch mit guter Phase. Also jeder Gegner spielt ja nur so stark, wie man es selber zulässt. Da fängt es ja schon mal an und das bedingt sich ja gegenseitig.
Wenn die merken, dass wir da gleich ein Feuerwerk abbrennen, denen auf den Füßen stehen und sofort Dampf machen ohne Ende, dann werden die kein Hurra-Fußball spielen. So dämlich ist Heidenheim nicht. Sondern das ist eine erfahrene Mannschaft, eine erfahrene Zweitligamannschaft. Die werden dann clever probieren, dicht zu machen und selber Nadelstiche setzen nach vorne hin. Wenn es aber anders aussieht, wenn die merken, wir sind verunsichert, wir zeigen da Angst in den Zweikämpfen, was meinst du, was die dann draufgehen? Aber erst recht. Das ist garantiert. Ne? Naja, Flutlichtspiel, Freitagabend, glaube ich, ne? Ja. Dabei. Ja. Das ist nochmal so eine Leistung wie jetzt Sonntag und die Stimmung wird kippen, denke ich. Also richtig. Ja, dann glaube ich, wird sogar so fast schon halber Katastrophenstand aufgerufen. Das ist ja, guck mal, ich hab ja auch in meiner Analyse, in meiner zweiten Analyse gesagt gehabt, das ist so dieses typische, das wissen wir alle, das ist so. Es gibt einen riesengroßen Teil, es sind nicht alle, es gibt auch einen riesengroßen Teil der Werder-Fans, die so sind, wir gewinnen ein Spiel, dann sind wir praktisch schon fast aufgestiegen, wir verlieren ein Spiel, dann spielen wir praktisch um den Abstieg in die dritte Liga. Und das ist ein wirklich, wirklich großer Teil der Werder-Fans. Und diese Stimmlage kippt von Woche zu Woche, selbst erklärend warum. Ne? Jetzt kommt das Problem, diese Leute suchen sich halt auch immer Gründe raus. Und wenn die keine Gründe finden, dann fangen die auch an, so ein Stück weit rumzuspinnen. Sowas wie mit Gruev. Ich habe wirklich, ihr könnt euch das ja selber vorstellen, ich habe wirklich über 100 Nachrichten bekommen mit: Wir haben wegen Gruev verloren, was ist das für ein Spiel gewesen? Was war das auf der 6? Hauptzentralposition völlig zerbrochen, Gruev ist schuld, bla bla bla. Und dann schreiben ja wirklich noch die Zeitschriften. Das war das, was mich am traurigsten gemacht hat. Dann schreiben ja wirklich noch die Zeitschriften Debakel von Gruev beim Debüt und bla bla bla. Also nochmal für alle, die Zeitschriften, die das geschrieben haben oder auch die Leute, die mir geschrieben haben. Gruev kam rein in einem Spiel, in dem von Anfang an nichts zusammenlief, gar nichts. So, Dynamo Dresden musste nicht mal souverän spielen oder sonst was, um uns chancenunfähig zu machen. Das waren wir selber als Team. Da haben ganz, ganz viele im Kollektiv gar nicht funktioniert. Dass es nicht der krasseste Auftritt von Gruev war, das ist in Ordnung. Aber er hat sich auch reingeschmissen. Er hat auch die Zweikämpfe angenommen. Er ist da zwischenzeitlich runtergegangen. Hat auch 2-3 Bälle geholt. Das waren ja Ansätze, die man sehen konnte. So, und dann wirklich auf den Jungen, der da reingeworfen wird, der gar keine Wahl hat, gar keine Möglichkeit hat. Und das Ganze einfach funktionieren muss schon fast. Dass man sich da auf den dann einschießt, ist völliger Quatsch. Dann wirklich eher sogar das Argument bringen, ey, das ist verantwortungslos, von der Führungsetage uns auf der 6er Position so aufzustellen. So, das kann man sagen. Dass man da sagt, dass das unsere Alternative ist, ist einfach zu schwierig. Gerade wenn man sagt, man muss die Jungen ranführen. So, wir wollen ja auch die Jungen ranführen. Ich finde immer noch, dass Gruev kein schlechter Spieler oder sonst was ist. Ich finde einfach, er braucht einfach Zeit. Man muss ihm immer wieder auch diese Zeit geben. Zum Beispiel den Einwechsel, den er gemacht hat, war ja auch immer grundsolide. So, also würde ich den da auch überhaupt gar nicht komplett abschreiben oder sonst was. Ne? Ja, das dazu. Ich finde es generell auch schwierig, so eine Vermeidungsdenke zu haben auf Werder-Seite. Das finde ich immer ganz schwierig, sondern im Gegenteil, man muss mutig spielen, man muss sein Spiel durchdrücken wollen, scheißegal, was einem dazwischen grätscht, ohne irgendwie Angst vor irgendetwas zu haben. Angst ist immer ein ganz, ganz schlechter Ratgeber im Fußball übrigens. Aber ich darf keine Angst vor Schiri-Entscheidungen haben, keine Angst vor Zweikämpfen, ich muss probieren, mein Spiel durchzudrücken. Auf positive Art und Weise. Sobald ich anfange, mir Gedanken zu machen darüber, irgendwie was schiefgehen könnte, ich schwöre euch, das wird garantiert auch schiefgehen. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz im Universum, das ist nun mal leider so. Ich muss positiv bleiben und probieren, mein Spiel durchzudrücken. Und das haben wir gegen Dresden zum Beispiel nicht gemacht und gegen HSV haben wir es auch nicht gemacht. Da hatten wir Angst teilweise, unsere Sachen umzusetzen und das darf nicht passieren. Da darfst du keine Angst haben im Fußball. Ich fand, das waren zwei unterschiedliche Spieler, also mir das HSV. Boah, Martin, du bist ganz, ganz leise. Oh, Sekunde. Moment, dann ich steuere mein Mikro nochmal neu aus. Gerne. Ja, gerne, Rick, sag du gerne was. Ja, also, wie gesagt, man muss einfach eine ganz andere Körpersprache von Beginn an auf den Platz bringen. Man darf sich nicht direkt hinten reindrücken lassen, denn sonst. Ja, wird genauso passieren wie jetzt auch gegen Dresden und gegen Hamburg. Wenn man frühes Gegentor bekommt und so, dann. Ja, es ist auch allgemein, ey. Wenn man Gegentor bekommt, vermisse ich meistens auch eine Reaktion der Mannschaft. Vielleicht gegen Hamburg war es noch einigermaßen, haben wir uns Chancen erarbeitet, aber
man muss auch ehrlich sagen, das waren auch größtenteils Geschenke und gegen Dresden, da kam wirklich fast nichts. Während es bei anderen Mannschaften so ist, die liegen zurück und denen juckt das teilweise nicht und die spielen weiter. Habt ihr das Hamburg-Spiel gegen Nürnberg gesehen? Die lagen nur 1 hinten, die jetzt nicht gejuckt, die haben weitergemacht, haben wieder nach vorne gespielt, nur gepresst und dann am Ende noch unentschieden gespielt. Ja. Und sogar zweimal in Rückstand geraten. Also das vermisse ich so ein bisschen von unserer Mannschaft. Und die Hamburger sind auch übrigens noch jünger als wir, noch unerfahrener. Also ist nur auf die fehlende Erfahrung zu schieben, das kann eigentlich auch nicht sein. Also ich fand das Spiel also von HSV und Dresden von der Mentalität komplett unterschiedlich. Also ich weiß auch nicht genau, warum der Wurm wieder im Dresden-Spiel drin war. Ich fand das HSV-Spiel von der Einstellung her fand ich okay. Das war halt so ein extrem komisches, unglückliches Teil. Aber gegen Dresden habe ich nicht verstanden, warum die Jungs nicht fit im Kopf waren. Also so als hätten die Blei in den Füßen und irgendwie so langsam im Kopf. Und ich weiß nicht, wie innerhalb eines Spieltages da so ein Wurm reingeraten kann. Ja, das sagte ich ja. Ich wollte ja gar nicht, dass das Hamburg-Spiel und das Dresden-Spiel vergleichen, in der Art, wie das Spiel gelaufen ist. Sondern ich wollte vor Augen führen, dass man in beiden Spielen sich durch andere Faktoren, sei es der Schiedsrichter, sei es durch andere Geschichten, hat beeinflussen lassen, um sein eigenes Spiel zu verändern. Und das darf ich nicht. Das darf ich nicht. Ich muss mein Spiel durchdrücken wollen, komme was wolle. So, natürlich clever, klar, wenn ich merke, ich habe einen blöden Schiri, der zeigt mir eine scheiß Gelbe, muss ich halt ein bisschen aufpassen, aber trotzdem muss ich immer versuchen, mein Spiel durchzudrücken und am Ball bleiben. Und nicht irgendwie Angst davor haben, irgendwas zu machen auf dem Feld. Das ist immer ganz, ganz schwierig. Und das Parallele in beiden Spielen, dieser Faktor Angst, das wollte ich damit ausdrücken. Ja, aber die Frage ist doch, wo setzt man den Hebel an, wie entsteht diese Angst beim Dresden-Spiel? Das ist für mich absolut unerklärlich, dass die Jungs auf einmal so blockiert spielen. Also ich wüsste gar nicht, die müssen jetzt zum Therapeuten oder was ist. Man weiß ja gar nicht, was man da jetzt sagen oder sollte. Oder also ich wüsste als Trainer gar nicht, wo ich da den Hebel ansetze, damit man sagt, Leute, seid frei im Kopf, das kannst du ja nicht erzwingen, sondern das muss ja irgendwie von denen auch kommen. Und dann, wenn ein, zweimal nicht frei im Kopf sind, die werden dann halt aufgefangen, aber ein ganzes Team, was so weggekippt ist, also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ganz kurz hier im Chat einmal, hier kam gerade die Frage, einmal wer ist Woka und wie Woka Prototraining, ist das eine Idee von dir oder wie ist der Titel? Nein, ist keine Idee von mir. So wie auch da steht, Idris Woka ist beim Probetraining beim KSC gewesen, heute und gestern glaube ich, wurde da eingeladen und der KSC wird ihn voraussichtlich verpflichten, war ein Kandidat letztes Jahr im Sommer für uns, für die erste Liga. Ist dann in die Türkei aber gegangen, ist dort abgestiegen, ist daher ablösefrei zu haben, aber aktuell wohl scheinbar, scheint zumindest jetzt für die Öffentlichkeit so, kein Thema gerade bei uns. Ja, gerne jetzt ihr weiter, ich wollte es nur mal gerade aufklären und ich tue mal hier gerade den mit den chinesischen Zeichen hier rein und gucken, ob das hier was Vernünftiges ist. Ich werde deinen Namen nicht aussprechen können, aber grüß dich, hallo? Ja, hallo. Hallo, grüß dich. Servus. Stell dich doch gerne mal vor, damit wir wissen, wie du heißt, weil ich sehe hier nur die Zeichen, deswegen. Ja, ich weiß. Ich bin der Nan. Nan, okay. Hi Nan, grüß dich. Also auf jeden Fall der Duxch-Transfer, ich wollte nur schnell sagen, dass der Duxch-Transfer, der war eigentlich schon gut. Also im Gegensatz zu den Giacomakis oder wie der heißt, der ist nämlich jetzt momentan verletzt und hat 7 Spiele gar nicht gespielt bei Celtic. Also der kommt da momentan gar nicht rein. Und außerdem hatte man damals schon eigentlich nicht mit offenen Karten bei den Transfers gespielt, weil der Trainer von Celtic ist ja ein Latzmann von Giacomakis. Mhm. Und da war halt die Sprachbarriere deshalb für den Giacomakis ziemlich klar, dass der nach Celtic geht. Aber auf jeden Fall ist er jetzt lange Zeit verletzt und der Duxch-Transfer war auf jeden Fall schon der richtige eigentlich. Ja, würde ich auch so gut zu hören. Also nicht gut zu hören, dass er verletzt ist, aber gut zu hören, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Ne? Ja, weil also der ist jetzt verletzt aktuell und der steht auch nicht im Kader für Europa League und so. Also. Ich meine, davor hat er auch nicht gerade die Sterne vom Himmel gespielt in Celtic, oder? Oder bei den Rangers? Gar nicht gespielt. Bei Celtic Glasgow war nicht. Die ist halt gar nicht gespielt. Ja, da kann er nicht so toll performt haben im Training, oder? Ja, aber bei Celtic ist die Konkurrenz auch schon größer als bei uns, ne? Ich glaube auch, dass er bei uns gespielt hätte. Was aber glücklich ist, ist, dass bei Heidenheim der Marc Schnatterer aufgehört hat. Denn wenn er jetzt am Sonntag spielen würde, dann sehe ich ein bisschen schwarz für die Abwehr zumindest. Ich muss sagen, aber gegen Heidenheim ist das Problem, dass die allgemein extrem gut im Tritt gerade sind. Und ich glaube, dass die auch mit einer deutlich breiteren Brust auftauchen werden, als jetzt wie Dynamo zum Beispiel.
Ich weiß nicht, ob man das als Vorteil zählen kann für Freitag. Weil man kennt die ja eigentlich schon aus der Relegation jetzt vor 2 Jahren. Ja, also das kannst du nicht vergleichen. Das kannst du nicht vergleichen. Nee, das mit einem ganz anderen Spiel werden wird das. Eben. Frage war vorhin nach Sicherheit. Wie kriegen wir wieder Sicherheit? Ja. Derselbe das Trainer hat, einmal. Also derselbe Trainer halt. Ja. Da hat vorhin einer was Schönes gesagt, irgendwie zurück zu den Basics. Das ist auch genauso. Wenn du Sicherheit zurückgewinnen willst als Mannschaft oder als einzelner Spieler, dann musst du dich auf die Metaebene begeben. Das heißt, wirklich auf die Basisebene und da überlegen, wie kann ich da Sicherheit generieren. Bedeutet erstmal im Zusammenspiel mit dem Mitspieler, mit den engen direkten Schnittstellen. Wann erfahre ich oder wie kriege ich raus, wann mein Mitspieler den Pass möchte? Wann muss ich einen Pass spielen? Was muss ich tun in dem Moment, wo ich einen Pass spiele? Das sind so diese Grundlagen, ne, wo man erstmal rangehen sollte. Ne? Das fand ich extrem auch gegen Dresden zum Beispiel, dass man da probiert hat, auch spielerisch Sachen zu lösen, aber immer zum falschen Zeitpunkt diese Pässe gespielt hat. Immer in die Karten der Dresdner so gefühlt. Und das war, boah, das zog sich wie ein roter Faden. Ne? Ja, die Dresdner konnten ja lesen, was du spielst. Die wussten ja ganz genau, wenn du jetzt nach rechts passt, dann sind sie ja schon vorher, also 2 Sekunden vorher dahin gelaufen und haben den Ball dann versucht abzufangen. Ja, ist auch so. Ich habe gerade mal geguckt bei Heidenheim. Das letzte Mal verlor Heidenheim am 20.08. in der Liga gegen Hannover tatsächlich. Also gegen Hannover da, das war dieses Tor von Weidern. Da hatten wir auch mal gesprochen gehabt. Inzwischen hat sich in einem Freundschaftsspiel mal verloren gegen Augsburg, aber das können wir hier nicht dazu zählen. 20.08. ist das letzte Mal in der Liga, wie gesagt, verloren. Im September alle Spiele, also alle 3 Spiele gewonnen. In Darmstadt Dresden 2-1, Sandhausen 3-1 und gegen Darmstadt, vergangenes Wochenende auch 2-1 gewonnen. Kriegen zwar immer ein Gegentor, aber gewinnen die Dinger. Sind Tabellendritter mit 15 Punkten. Das ist, ich sag ja, das ist das, was ich auch gerade eben meinte. Die kommen auch ins Weserstadion mit einer breiteren Brust. Da können wir uns 100% drauf verlassen. Ich würde auch noch überlegen. Zum Torwart. Ihr wart doch alle selber Torhüter, oder? Also 2 von euch zumindest, oder? Wer ist Torwart? Wer, von was? Euch, also in der Community bei euch, ihr wart doch, ihr habt doch früher selber mal als Torwart gespielt, oder? Also ich nicht. Nee, nicht. Ich auch nicht. Niemanden, weil es gab mal... Ich also, bei der, ja, sag mal. Ja, es gab halt beim letzten Talk, da waren halt 2, die schon früher als Torwart gespielt haben. Die können ja beurteilen, ob der Zetterer wirklich... Also ich sehe halt Pavlenka immer... also der hat Erfahrung in der ersten Liga, der ist auch in der tschechischen Nationalmannschaft. Also der Pavlenka ist eigentlich also eine Bank, wenn du ihn hinten drin hast. Und aber man sieht ja, bei Schalke haben sie auch den Faisal gegen den Fährmann ausgetauscht. Und scheinbar ist es halt so, wenn irgendwas nicht läuft in der Mannschaft und so, dann wird man halt versuchen, den Torwart erstmal auszutauschen, um halt den Push, also die Mannschaft einen Push zu geben oder so. Ja, aber wir haben diese Torwart-Diskussion jetzt hier schon so häufig gehabt. Es sind irgendwie alle Argumente ausgetauscht und für beide Seiten sprechen gute Argumente. Man kommt da zu keiner perfekten Lösung und man kann jetzt natürlich das Spiel im Nachhinein betrachten. Hätten gesagt, jetzt wäre der Pavla jetzt besser gewesen, vielleicht eventuell wegen 10 Zentimeter mehr oder. Aber ich sehe da so kompletten Ausgleich. Also und ich will jetzt auch meine Argumente nicht wiederholen, warum ich eher den Zetterer mag. Aber wir haben so viel über das Thema geredet, man kommt da nicht voran. Das ist so eine 50-50-Entscheidung. Für mich. Ist ja auch legitim, die musste ja auch nicht. Das Thema wird sowieso Woche für Woche neu aufgegriffen, bin ich mir sicher. Weil nehmen wir mal an, Pavlenka würde am Freitag spielen und das Ding würden wir auch verlieren, dann wäre nächste Woche auch wieder eine Diskussion. Also deswegen wird, glaube ich, so oder so noch ein paar Mal zur Sprache kommen. Morgen im Ausblick übrigens natürlich auch, muss ich ja auch, ist klar. Weil ich die Aufstellung machen werde. Da kann ich übrigens auch schon mal ankündigen, morgen der Ausblick kommt um 12 Uhr. Also für die Leute, die hier sind, kann ich schon mal sagen, um 12 Uhr kommt morgen der Ausblick auf den nächsten Spieltag. Diesmal ja das erste Mal mit nur einem Tag Abstand sozusagen. Ja, aber um zurückzukommen zu Heidenheim. Heidenheim, wie gesagt, wirklich ein starker Gegner. Das, was vielleicht als Positiveffekt in dem Fall wirken kann, ist, dass wir höchstwahrscheinlich ausverkauftes Haus haben werden, als allererste Mal seit Corona. Gehen wir da voran und schauen dann, was dabei rumkommen wird. Ne? Die Ultraszene ist auch zurück. Richtig. Also da ist ordentlich der Kessel wird dampfen. Ja. Cool. Das ist schon mal sehr gut, ja.
Es kann nur helfen. Also gerade wenn ich diese Liturgie da sehe gegen Dresden, also wenn da ein bisschen Stimmung von den Rängen kommt, das wäre mal wieder etwas Herzerfrischendes, finde ich. Ja. Wäre auch schlimm, wenn das am Ende da, also jetzt mal so krass gesagt, wir haben Flutlichtspiel mit ausverkaufter Hütte und Ultras, wenn da gar keine Reaktion kommt, dass meistens dann los ist. Ha? Es wird nicht ausverkauft sein. Meinst du? Na, also ich hab ja Tickets bekommen und aktuell ist immer noch die ganze Westkurve eigentlich frei. Okay. Also da. Ja, es ist halt nicht. 2G, ne? Also nur Geimpfte. Ja, deswegen, das ist auch der. Und die Anschlusszeit ist halt der Scheiß, weißt du? Ja, warum? Freitag 18, ja, Freitag 18:30, trotzdem, manche kommen Freitag erst um 5 nach Hause. So. Ja, gut. Ja. Da musst du auch noch ins Stadion kommen, ne? 2 Stunden eher da und so, das ist natürlich schwierig. Ja, das stimmt. Ja, aber trotzdem sind die Ultras ja da und es werden auf jeden Fall deutlich mehr Zuschauer als in den letzten Ostkurve Wochen. Ostkurve ist schon weg, also alle Karten sind weg bei Ostkurve. Ja, das war klar. Also das war, ne? Abzusehen, sagen wir mal so. Heidenheim wird eine harte Nuss, auf jeden Fall. Also, das, wenn wir da wieder so eine Vorstellung bieten wie gegen Dresden, dann. Oh, Backe. Ich tippe schlimmstenfalls auf einen Unentschieden und dann hoffe ich halt auf einen Heimsieg. Auf einen Unentschieden und dann einen Heimsieg? Jetzt ist er zu Hause. Ja, also im schlimmsten Fall halt ein Unentschieden, aber ich glaube, also die gewinnen das knapp. Also man könnte Heidenheim knapp schlagen vielleicht. Also. Ja, ich hoffe das definitiv, ist klar. Ne? Also eins der wichtigsten Punkte für mich. Ich bin sehr, sehr gespannt, klar. Ich hoffe aber, dass wir gegen Heidenheim einfach diese Reaktion auf den Platz bringen. Wäre bei einem Unentschieden sogar gar nicht so weit weg davon. Ich glaube auch, dass ein Unentschieden da realistisch sein kann. Hoffe aber natürlich auf den Sieg, ist ja auch klar. Und RDF schreibt gerade, braucht echt Insta. Nein, der Einfach Beats hat auch einen YouTube-Kanal, wo du die Beats dir angucken kannst. Wenn du auf diesen Link gehst, musst du kein Insta für installieren, um auf den Link zu gehen. Ist, glaube ich, ein Link in seiner Bio. Die Musik, von die ihr gerade hört, den Link habe ich gerade eben mal reingepostet gehabt. Den werde ich bald hier auch verankern in der Videobeschreibung. Ich bin nur sowieso gerade ein paar Sachen am Neumachen. Es kommt bald auch das neue Intro und alles, deswegen will das eigentlich nicht alles so peu à peu, sondern alles dann neu machen. So einmal alles, so fertig. Ja, Undertaker schreibt rein, 2G ist der erste Punkt und die Anschlusszeit ist auch kacke. Außerdem frage ich mich, wer sich sowas antun will. Ja, ich glaube, dass die Unterstützung schon noch gut da ist. Vor allen Dingen, ich sag's ja euch auch ehrlich, ne? Der ein oder andere wird ja das mein Stadionblog gesehen haben. Ich war das erste Mal nach 10 Jahren, also und dann vor allen Dingen wirklich, wenn man das jetzt mal so zurück überlegt, von ehemals gerade aus den erfolgreichen Zeiten raus, da war ich das letzte Mal im Stadion. Also in Bremen, es geht jetzt um Bremen. Auswärtsspiele habe ich noch mehr gehabt, ne? Aber in Bremen meine ich jetzt. So, und dann komme ich wieder und dann in der Zweitliga-Saison und es hat mich sofort gepackt. Also ich war, habe ja auch das in dem Stadion-Vlog, meinte ich ja auch ernst. Ich war da in dem Moment so glücklich und es hat mich so gefreut. Und ich kann das definitiv verstehen und bestätigen, wenn die Leute in Bremen wohnen und um Bremen rum, Delmos, Oldenburg und das Ganze da, alles drumherum, dass die so oder so ins Stadion gehen, egal wie es läuft und die Mannschaft unterstützen, das kann ich komplett verstehen. Das ist einfach ein Feeling, gerade wenn du dann auch noch da bist, das musst du selbst erlebt haben, da musst du einfach selber mal hin. Ja, das ist, also ich bin Oldenburger und ich habe jetzt mal ein Heimspiel die Saison bisher verpasst. Das gegen Hannover und Stadion ist nochmal komplett was anderes als zu Hause auf der Couch mit Chips oder was und dann das Spiel zu gucken. Da kannst du die Mannschaft richtig unterstützen, weißt du? Da geht das Stadion läuft. Warst du zum ersten Mal auf dem Rasen, oder? Kann das sein, Nico? Ja, ich war das erste Mal so nah am Rasen, ja. Das allererste Mal. Hat man Geburtstag in dieser Stadion gefeiert, Junge. Hm. Das ist ein geiles Gefühl, ne? Ja, ja. Das ist ein Rasen mal zu berühren, mal zu riechen, mal drauf zu sein, das ist, boah. Habe ich euch das erzählt, dass ich diesen kleinen Jungen gesagt hatte, soll der nicht berühren? Nee, echt jetzt? Ich hab das aus Gag gesagt, ne? War ja die Stadionführung, pass auf, da war so ein kleiner Junge, der wollte den Rasen halt berühren, ne? Da meinte ich halt zu dem, also so aus Gag aber, ne?
Habe ich gesagt, ich so, nein, mach das nicht, das ist Zweitliga-Rasen, komm nächstes Jahr wieder, ne? So, waren auch alle am Lachen, also haben auch alle direkt verstanden gehabt, ne? Dann habe ich halt danach gesagt, nee, nee, war Spaß, ne? Also so, weißt du, das der Junge dann nicht da, ja. Hab ich ja auch berührt, ne? War auch für mich, war es einfach dieses Feeling, ne? So, wenn du weißt, klar, war auch kacke, weil du wusstest, okay, das war, da waren auch noch so ein paar Löcher, ne? Und du wusstest, okay, das war von den HSV, von dem HSV-Spiel, ne? Der hätte ja schon wieder gegen die Wand laufen können, so. Aber, ja, da war auch einer, der war auch total genial, ey, da, weil ich die ganze Zeit so am, ich hab ja das Grinsen gar nicht mehr rausbekommen, weil nur da hin und her, ne? Der hatte auch einer, kam da und hab mich angetreten, der gesagt, genauso jemand wie dich brauche ich nächste Woche im Stadion. Willst du nicht neben mir sitzen? Ich habe noch ein paar Tickets. Aber so trocken, weißt du, so einfach random rausgefahren. Da habe ich gesagt, ist so, du bist wer? Weißt du, kennst du gar nicht so. Mega, aber war, Boxen, ja, war cool. Aber es war ja sowieso, ich hätte das ja auch selber nicht gedacht. Ne? Ich mache ja seit einem Jahr den Kanal da und wir kamen ja gerade erst an. Ich bin ja gerade erst ein paar Meter rausgegangen. Da kam ja direkt von der Werder Fanwelt der Mitarbeiter da rausgelaufen. Da hat er gesagt, ey, Nico und so. Und ich wusste auch erstmal gar nicht, wer das ist, ne? Aber auch saufreundlich, sau nett. Dann hat er gesagt, ey, ich habe hier die Unterschriften geklärt bei dem Wii Nico-Trikot. War total, du hast auch gesehen, dass er sich auch so gefreut hat, das dann in dem Fall dann mich zu sehen, ne? Dabei, ja, war das ja einfach, war halt einfach cool, ne? Und dann halt, das waren dann auch die ich im Video grüßen musste. Lars und Tim, das sind die beiden Verkäufer aus der Werder Fanwelt. Er hat halt gesagt gehabt, sein Kollege ist gar nicht da, der hätte sich jetzt auch gefreut, ich musste ihn direkt mal anrufen, dass er reingegangen hat, ihn angerufen, kam dann nochmal raus, hat er gesagt, du musst uns im Video grüßen, das war total cool, ne, war echt sausympathisch, allgemein super gut empfangen worden, da von allen Seiten, dann eine Schulklasse kam ja noch da vorbei, die hat er dann gerufen gehabt, ne, ich weiß nicht, ob das schon erzählt hat, da war so eine Schulklasse, da hat er erstmal, oh Gott, dann, da waren so zwei Jungs, so zwei kleine Jungs, da haben wir dann gerufen gehabt, wie Nico, und ich dachte, oh fei, ich kenne das halt so ja auch gar nicht, hier in Köln habe ich voll meine Ruhe, ne, und dann kommen da so Leute so mitten im Video, ne, und ich dachte so, oh Gott, und bin da weitergegangen, ja, und dann waren da noch so drei Jungs, die sind an meiner Freundin rumgegangen, und ich war halt nicht bei dir, weil ich halt einzeln gefilmt habe, und dann meinten die halt so, ist das nicht die Freundin von Wie Nico, und ich dachte so, Digga, das ist ja völlig crazy, ne. Ja, deswegen war schon witzig so. Was da abging, war cool. Das war echt cool. Witzig, so zu hören, dass es wirklich so eine Reichweite hat, ne? Denkt man immer gar nicht. Vor allen Dingen, also klar, lag ja auch dann daran, dass ich ausgerechnet am Stadion war, ne? Wenn ich jetzt in der Bremer Innenstadt wäre, das nicht so gewesen, ne? Oder glaube ich zumindest nicht, ne? So, aber am Stadion selber und diese Schulklasse war halt wirklich witzig, ne? Weil halt, du musst dir ja vorstellen, ne? Kommt da so eine Klasse vorbei, du guckst und so, ja, ne? Films weiter und auf einmal wirklich, wo die 10 Meter weg waren, fangen die an zu rufen, ne? Ja. Und die Stadionführerin war ja auch cool, hat ja alle gefragt, wann die das letzte Mal im Stadion waren, hat dann zu mir gezeigt und hat dann gesagt, okay, bei dir weiß ich ja. Das ist ja weitergegangen. Also selbst die Stadionführerin kannte mich, irgendwie, das war ja völlig verrückt. Ja. Aber Highlight war natürlich danach mal mit Ayrton, ne? Das war... Ja. Ja, das war wirklich der... Auch wie cool der das da, also das war echt chillig. Das waren ja nur, Interview hat man ja nur 10 Minuten gesehen, aber wir saßen ja von knapp 2 Stunden da insgesamt. Das war schon cool. Ja. Witziger Typ, ja. Unser Kugelblitz. Ja, nächster große Legende, großer Gast steht auch schon fest. Darf ich noch nicht sagen, wer, aber das wird auch der Kerl, da muss ich echt gucken, dass ich überhaupt reden kann, also. Aber jetzt ist schon so eine Sache, aber das wird also ganz verrückt. Pizarro! Ja. Du hast gerade gesagt, nicht Pizarro, oder? Na, Pizarro ist bei Bayern unter Vertrag, dann lass mal lieber. Ich sag mal gar nichts dazu, aber das wird echt, da könnt ihr euch freuen, wenn das dann. Ja, da muss ich sowieso mal gucken, auch hier wegen, ein paar Leute haben gefragt, ob ich beim nächsten Mal Bescheid sage, wenn ich in Bremen bin. Habe ich im Prinzip gar kein Problem mit oder gar nichts dagegen, nur weiß ich nicht, wie das dann ist wegen Corona, weißt du? So, wenn die Leute dann nicht geimpft sind zum Beispiel und selbst wenn ich nur sage, okay, ich komme jetzt zum Weserstadion und sagen wir mal, wir halten das jetzt mal ganz klein alles, ne? Sagen wir mal, es kommen nur 10 Leute, nur angenommen, es kommen 10 Leute, ja? Aber die halten dann keine Abstände. Dann bin ich ja auch noch dafür verantwortlich und dann kriege ich vielleicht am Ende Ärger von Werder-Seiten. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Deswegen muss ich da auf jeden Fall früh genug abklären und auch mit denen da abklären,
dass das kein Problem ist. So. Weil ich selber, also ich, wäre jetzt kein Corona, hätte ich damit gedacht, wäre mir das total egal. Ne? Aber so muss das halt alles vernünftig vorher abklären, ja. King Sony Black schreibt, was war denn schon wieder in Dresden los? Und ist hier auch drinne, aber hat Kopfhörer gemutet, also schwierig. So, unten mal in den Einstellungen gucken, im Discord, wenn du das hinkriegst. Moin auch an Karl Fritz. Hi ho. Tja, was haben wir noch auf dem Zettel, Nico? Bargfrede, ja. Bargfrede, Absage von Bargfrede. Ja, könnt ihr aber verstehen, glaube ich, oder? Also hier können wir sagen, bevor du kurz was sagst, Chat, da bezieht wir euch auch direkt mal mit ein. Eins in Chat, wenn ihr Bargfrede versteht, zwei in Chat, wenn ihr sagt, nö, hätte jetzt gedacht, Dings, aber jetzt gerne, Holger, sag gerne. Ja, ich kann ihn komplett verstehen, er hat sich ja immer wieder auch angeboten. Und Bargfrede ist für mich auch der wirkt auf mich wie so ein Auto. Ich fahre irgendwie, wo ich genau weiß, wenn ich über 5000 Touren den trete, dann weiß ich genau, dann hat er keinen Schmierfilm mehr und der ganze Motor fetzt auseinander und ist komplett im Arsch. So, das ist für mich Bargfrede. Der kann nur bis zum gewissen Leistungslevel irgendwie noch vom Körper her Leistung bringen und geht da dauerhaft drüber. Ab einem gewissen Level, dann fliegen ihm die Geräte auseinander und er ist wieder verletzt. So wirkt das auf mich leider. Und deswegen war wohl einer der Gründe auch, warum man gesagt hat, jetzt auf dem Level irgendwie, nö, lass mal. Und andere, denke ich mal, auch klar, dass er vorher noch sagt, vor der Saison irgendwie, er würde partiell mal aushelfen. Dann wollte man ihn nicht und jetzt heißt es doch wieder, ja, Mensch, hast noch Bock oder so. Schwierig, ne? Ich weiß ja auch nicht, wie die Absprache von Anfang und Baumann war. Ich meine, Baumann hatte ja erstmal irgendwann im August, glaube ich, gesagt, nee, für Bargfrede wird es definitiv keinen zurückgeben, die erste Mannschaft. Und jetzt heißt es dann, ja, Anfang September Bargfrede wieder für ein Testspiel erstmal wieder zurückholen, die erste Mannschaft. Da würde ich an seiner Stelle auch sagen, Leute, mir wurde gesagt, nee, also ich möchte dann wieder zweite Mannschaft spielen. Ich kann ihn da vollkommen verstehen, dass er das ablehnt. Und dann hast du dann Fritz, der ernsthaft sich hinsetzt und sagt, nee, auf der 6 haben wir gar keine Probleme. Da planen wir eigentlich nicht mehr bis zur Winterpause, wo ich sage, Alter, hast du die Augen offen oder was? Was erzählst du da, Bengel? Wen willst du bitte verarschen? Na klar brauchen wir dann einen starken Sechser. Also, ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe das auch nicht so ganz. Ich kann Bargfrede voll und ganz verstehen. Ich mag ja Bargfrede allgemein auch menschlich sehr, sehr gerne. Super, super Typ. Charakterlich auch 1A. Hat sich immer reingeworfen, trotz dass er eigentlich Knochen aus Glas hat, um das mal überspitzt zu sagen. Hat er immer alles gegeben und nie zurückgescheut oder sonst was. Hätte sich auch für die Zweitliga angeboten. Natürlich kommt es aber auch scheiße, wenn du dann ein paar Wochen später dich auf einmal meldest und sagst, ja, willst du jetzt nicht mal beim Testspiel mitmachen? Vorher aber ablehnst, dass er sagt, hör mal, ich wäre bereit dazu, ne, hier nochmal mitzumachen, mit beim Wiederaufstieg zu helfen. Ich finde, dass man Bargfrede hätte auch von Anfang an, also die Leute, die meine Videos sowieso immer gucken, wissen das, dass ich in der Vorbereitung, vor der Vorbereitung schon gesagt habe, ich würde Bargfrede allein als Kaderkandidat nur mitnehmen, weil ich mir da schon gedacht habe, zu dem Zeitpunkt, was ist, wenn wir keinen Sechser holen? Dann tut es aber gut, ein Bargfrede, vielleicht als Moralmännchen, so, und auch als Kandidaten zu haben. Wenn Marcus Anfang dann gesagt hätte, hör mal zu, hab mir das angeguckt im Training und das funktioniert so nicht mit Bari, der wird keine Chance haben, dann ist das so, ne? Dann ist das so, das ist okay. Aber wenigstens die Option zu nutzen, zu haben, das hätte ich schon gemacht, definitiv. Aber deswegen sage ich ja, ich kann Bargfrede da voll und ganz verstehen und ich hätte selber dann auch, glaube ich, einmal weniger Lust, wenn man dann erst sagt, nee, und dann sagt immer beim Testspiel, willst du nicht mal, um die Mannschaft kennenzulernen, so. Das ist auch so ein typischer Baumann-Move, das muss man ja wirklich sagen, ne? das ist jetzt irgendwie fast so, sagen, ja, guck mal, letztes Jahr ja auch, ne? Wir sind auf der 6 super aufgestellt und Braunkein und bla bla und Bargfrede, kein neuer Vertrag. Und am Ende der Saison, hör mal, Bargfrede, willst du nicht nochmal hier rein? Was ist los? Ah, lächerlich, wirklich ja. Lächerlich. Ja, muss ich auch sagen, ich fand es richtig beschämend sehr enttäuscht, also wie mit ihm umgegangen ist. Also so einen verdienstvollen Spieler so abzuservieren, das war wirklich abservieren. Und das war eigentlich unanständig. Also das hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Und ich finde es gut von Bargi, dass er jetzt klar gesagt hat, nein, aber ich hätte selbst große Zweifel, ob das sportlich gehen würde. Also das kann man ja dann auch nur im Training sehen. Okay. Also ich selbst persönlich hätte mich gefreut, also muss ich wirklich sagen. Also ja, ich hätte es gerne nochmal gesehen. Aber ja, gut, man weiß es nicht, wie
fitter ist. Also er spielt ja noch auf relativ hohen Level, also die zweite Mannschaft, wo er spielt, ist ja nun auch nicht keine Gurkentruppe, aber er ist halt schon ein Sprung zur zweiten Liga. Trainiert er jetzt mit der ersten Mannschaft oder trainiert er mit der zweiten Mannschaft eigentlich? Zweite U23. Mit der zweiten U23. Ja. Aber der Christian Groß ist jetzt nach der Sperre wieder zurück, oder? Er ist verletzt. Er ist verletzt. Okay, dann fehlt doch jemand auf der 6. Ja. Ja. Gut. Ja, moin. Ja, moin. Ja, deshalb haben sie ihn ja gefragt dann wahrscheinlich. Also, ja. Ja. Wäre möglich. Vielleicht fragen sie den Busfahrer auch noch, aber ich zutraue, würde auf der 6 spielen. Ich weiß es nicht. Also ich kann es mir gut vorstellen. Aber wir haben ja keine Probleme auf der 6. Alles ist gut. Wir lösen es intern. Ja. Wir lösen es im Kollektiv. Hallo, was ist los? Ja, natürlich. Der Groß ist schon nach der Gelb-Rot-Sperre wieder weg. Da, oder? Ja, bei Holstein Kiel gibt es einen guten Sechser. Den haben wir gerade erst abgegeben. Der kennt die Mannschaft noch. Wir müssen erst mit dem wieder zurückholen. Ich bin so froh, dass der weg ist, ne? Oh, Holzbein Kiel, ja. Sehr gut. Ja, oh je, das wird. Das wäre noch die Krönung. Also, ja. Ich glaube, dann beißt Nico sich die Pulsadern durch, wenn er wiederkommt. Ich suche gerade die Autogrammkarte von dem, warte mal. Eras Ramazzotti, du, halt durch. Scheiße, Mann. Oh Gott, oh Gott. Was habe ich denn hier? Toprak, Rashica, ne. Hier, da ist er doch. Hier, ich habe da unseren Königsrozello. Guck mal. Da ist er doch. Ja, guck. Das wäre die Lösung hier. Jetzt, ja. Das ist die Sechserlösung. So, nächstes. Was steht hier eigentlich hinter? Guck mal, ich lese mal vor. Pass auf. Ich beschreibe euch mal kurz unseren Top-Sechser, okay? Position, Mittelfeld, schrägstich Abwehr. Ja, schwierig. Geburtsdatum, 21.01.1995. Der Typ ist einfach nur ein Jahr älter. Krass. Nationalität, Deutsch. Größte Stärke auch. 1,96. Bei Werder seit 30.07.2020. Ende 30.07.2021. Laufbahn, SV Reigering. Danach zu Nürnberg, das war's. Bundesliga, Tore oder Spiele, 19. 19 Bundesliga-Spiele. Wo hat er die eigentlich gemacht? Nürnberg. Bei Nürnberg wahrscheinlich. Ja. Krass. Wo sie abgestiegen sind. Ja, also ist eigentlich relativ halt klar, das ist ein Starspieler, ist klar. Ja, das ist schon eine Granate. Ich bin so ein bisschen begeistert. Du hast mich echt angefixt gerade. Ja, oder? Ich verstehe gar nicht, wie man den hat damals mit klarem Kopf kaufen können. Also da reicht auch eine Trainingseinheit, um zu sehen, das geht nicht. Also ich finde das nur cool. Guck mal, jetzt mal nur mal so am Rande, ne? Laufbahn bei Eras. SV Reiging, Nürnberg. Das war's, ne? Ich blätter eine Seite weiter. Davi Selke, Laufbahn. FV Weinstadt, SV Fellbach, TSV Schmieden, FC Weiblingen, Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart, FC Normania Gemüt, TSG 1899 Hoffenheim, Werder Bremen, Leipzig, Hertha. Das ist halt so genial, ne? Wenn du die so nebeneinander stellst und denkst so, der eine am 21.01.95 geboren, der andere am 20.01.95 geboren, der einen zwei Vereine, der anderen 20. Perfekt. Ja, jeder wie er mag, ne? So ist ja. Tja, was machen wir über 6 jetzt, Nico? Mal ernsthaft, ja, ist da nicht irgendwie einen, der noch ein Petto wäre? Ich sag's ja wirklich, ist kein Spaß jetzt. Ich würde wirklich, auch Chat, ihr könnt, schreibt gerne, ich möchte mal, dass jeder, es gucken doch die ganze Zeit über 100 Leute zu. Leute, schreibt doch mal alle gerade rein, was soll ihr auf der 6 machen? Macht das mal wirklich gerade, so, dass wir das einmal vernünftig jetzt nochmal angehen. Ich bin wirklich ganz klar fest davon überzeugt, dass wir auf der 6 Verstärkung brauchen. Das haben wir, Holger, wir beide sowieso die ganze Zeit schon gesagt. Ne? Fakt ist aber, das muss natürlich auch finanziell möglich sein. Daher würde ich wirklich auf Werder verantwortlichen Seite ans Herz zu legen, zwei, drei Kandidaten zum Probetraining einzuladen auf der 6. Egal wie das auch nach außen wirkt, darauf wirklich völlig zu scheißen und einfach zu gucken, sind die qualitativ so, dass die uns weiterhelfen können oder eben nicht, um dann gegebenenfalls eine weitere Perspektivlösung auf der 6 zu haben. Kurzfristig, jetzt am Wochenende, denke ich, dass wir ein Stück weit das System umstellen werden. Dazu sage ich aber auch mehr morgen dann in meinem Ausblick. Weil das geht halt um das Heidem-Spiel, aber langfristig Perspektive, ja, wäre das mein Rat. Ja. Ja, es ist sowieso schwierig, ne? Also ich kann Werder da auch verstehen, ein Stück weit, dass man sich nicht noch mehr
die Breite noch mehr erweitern würde an Sechsern, sondern man will jetzt vermutlich so die Sechserlösung auch holen, wo man dann in Zukunft auch sagt, das ist unser Stammsechser. Ein richtig starker Mann für das Geld, was man hat, so sage ich mal, im Verhältnis, mit dem man halt planen kann zukünftig als Stammsechser auch. Und wenn man sich noch wieder einholt, der in der Breite auch die Sechs spielen kann, aber auch nebenbei vielleicht noch irgendwie Busfahrer ist, Rechtsverteidiger spielen kann, aber auch Linksverteidiger. Ja, ich sehe das Problem, dass der Markt komplett leergefegt ist. Also den Sechser, den man sich wünscht für den Preis und für die Qualifikation und die Stärke, den gibt es einfach nicht. Also ich hab schon zig Sachen angeguckt, ich sehe keinen. Also der muss ja auch noch ablösefrei, sprich sein ohne Vertrag. Tony Black? Ja? Sag gerne, du warst zum Sechser? Ja. Oh, da bin ich komplett lost. Sorry, also da... Ich wusste jetzt nicht mal mehr, wer Bargfrede ist. Sorry, also der ist mir echt komplett entgangen. No, und bitte. Sag einfach gerade kurz Eras. Passt schon. Okay, Eras. Ja, perfekt. Ja, das war klar. Tony Black kommt nie wieder, ist klar. Ne? Perfekt. mal so Spaß am Rande. Das ist, wie gesagt, Martin, das Ding ist halt, Sechser, die in Frage kommen würden, gibt schon den einen oder anderen, aber... Finanziell ist es halt auch immer so eine Sache. Ne? Wir wissen nicht, was ist überhaupt gerade möglich. Was kann man realistisch auch umsetzen? Also wirklich dann am Ende umsetzen, dass man sagt, ey, da sind wir jetzt auf allen Seiten glücklich mit und gut ist das Ganze. Es ist natürlich eine schwierige Situation. Wie gesagt, ich hätte auch Woka eingeladen, ich hätte auch Castro. Was ist eigentlich mit Castro? Das habe ich letztens schon gesagt. Ich habe Castro immer noch nicht. Ich glaube, die hat immer noch kein Angebot bekommen, ne? Aber Castro hatten wir schon mehrmals als Thema, das ist ja eigentlich ein Achter und der nicht in der zweiten Liga spielen will. Und ja, aber der auch schwierig. Keine Angebote kriegt, ne? Wenn der immer noch keine Angebote kriegt, dann musste sich von seiner ersten Liga einfach auch mal verabschieden. Er musste da nochmal anrufen. Also ich halte Castro für super saustark, der könnte auch einen Sechser spielen, aber es scheint da irgendwie nicht seine Position zu sein. Oh, also das würde ich... Er ist halt, klar, ne? Ich bin grundsätzlich bei dir, ist eher so der Kreative, aber dann auch als kreativen Sechser gerne. Das ist halt dann nochmal eine andere Rolle, aber ja, immer noch vereinslos. Ja, ist immer noch vereinslos, sag ich ja. Der hat immer noch keine Angebote bekommen. Und klar kannst du sagen als Spieler, ich würde ungern wieder in die zweite Liga gehen, aber wenn du einfach keine Angebote kriegst und immer noch Marktwert für 1,4 Millionen hast, 34 Jahre, der Typ hat letztes Jahr bei Stuttgart noch eine super Leistung gezeigt, ich würde dem wirklich auch gerne, und wenn du den wirklich nur zum Probetraining einlädst, sagst einmal Probetraining, du willst nicht seit Liga spielen, machen wir nur einen Vertrag bis zum Ende der Saison, dann hast du aber wenigstens einen Verein. Du verdienst dein Geld, bist glücklich, wir haben eine weitere Lösung da oder eine weitere Option für alle Seiten gewinnbringend vielleicht. Hat doch letztens einer geschrieben, Castro ist auf Kuba, habe ich gehört. Der kommt da nicht raus, der muss da Zigarren drehen. Ja, das ist kein Problem. Eine Zigarre stelle ich den auch bei uns hin. So, und da machen wir das. Gar kein Thema, ich mag dem auch die Shisha, auch kein Problem. Aber kommen sollte der dann doch am Ende, ne? Wäre schon schön. So, wo da haben wir denn da? Da, Castro. So, 1,72 ist der Gute. Der Castro. Ja, er ist ein guter Mann, sag ich, wie es ist. Spielt er mit seiner Barrett-Baskenmütze hier oder spielt er ohne? Ich guck gerade mal. Guck mal hier, vereinslose Spieler. Okay, 20 Millionen, das ist ja auch was Gutes, oder? Warum ist denn der vereinzelt? Rechtsteiler von Tottenham, der meint's krass. Paulinho, den will ich auch mit Liebe nehmen. Hier, die FIFA-Leute unter euch, die kennen den. Paulinho, Ex-Barca-Spieler, 9,5 Millionen Marktwert, zentrales Mittelfeld, ist einer. Ja, nicht 17 Millionen Gehalt. Ja, legen wir zusammen, Holger. Ich zahle einfach mit Freibier. Das haben wir mit Sprotten. Da müsst ihr ein bisschen zusammenlegen. Aber guck mal, hier hast du wirklich auch ein paar, ne? Fernando, 3,5 Millionen, defensives Mittelfeld, 29, Brasilianer. Clement Grenier, zentrales Mittelfeld, 4 Millionen, Franzose. Frage ist immer, will der zu uns kommen und was will der an Gehalt haben, ne? Ja, klar, das ist so bei so ein paar. Wobei Fernando war, glaube ich, auch in der Türkei. Warte mal, kurz gucken. Jetzt zuletzt in China gespielt und davor Spartak Moskau. Schacht ja, das ist nicht der an der Kalle, oder? Nee, aber der ist auch schon gut rumgekommen. Guck dir das mal an. Ich habe das übrigens gerade alles offen, ne? Also ihr könnt da alle mitgucken praktisch. 3,5 Millionen Marktwert, höchster Marktwert 15 Millionen, 1,75. Brasilianer. Guter Mann, sag ich. Ja.
Der 306, passt. Gucken wir mal weiter hier. Guck mal, Navi Bentaleb, da haben wir doch auch hier. Dani Alves, was sagst du denn dazu? Dani Alves, Rennverteidiger. Ja, das ist immer eine geile Idee, sich so einen Chef-Scout zu holen, der richtig Plan hat und da ein paar Millionen in die Hand nehmen. Das ist doch vielleicht sollte man, genau, vielleicht sollte man anstelle einen Sechser investieren, einen Chef-Scout investieren. Ja, das wäre das Beste, würde ich sagen. Ernsthaft. Ja, ernsthaft jetzt. Also ich schicke dem auch den Link hier rüber von Transfermarkt, gar kein Problem. Idris Woka, guck mal. Als ob wir über ihn schon mal gesprochen hätten, wa? 1,7 Millionen. Tja. Die Leni von Dortmund weg oder was? Ja, ja, das bei Sevilla. Ja. Ach, du ahnst es nicht. Jovinko auch ablösefrei. Alter, was sind ja voll die Namen auch ablösefrei, ey. Ja. Das meine ich ja. Wenn du da so einen älteren Spieler hast, der schon im Zenit so ist, der super erfahren ist, der trotzdem nicht in der zweiten Liga noch super Leistung bringen kann, ey, mit Kusshand, bitte. Guck mal, ich wusste das gar nicht hier, ne? Samaris ist auch ablösefrei. Von dem habe ich sogar viele Spiele damals noch gesehen. Hier, Andres Samaris, Grieche, ne? Letzte Station bei Benfica, also jetzt bis jetzt zum Sommer. Also jetzt seit zwei Monaten, ne, seit einem Monat ablösefrei, ne? 32 Jahre alt, 1,89 groß, 2 Millionen Marktwert, Hauptposition defensives Mittelfeld, Nebenposition zentrales Mittelfeld, höchster Marktwert 9 Millionen. Lange bei Benfica Lissabon gespielt, davor bei Olympiakos Piraeus. Auch interessanter Mann. Hat er ordentlich Pokale gesammelt, der Typ. Absolut, ja. 39 Länderspiele, ein Tor dabei erzielt als Sechser. Das ist dann immer so die Frage, ne? Man muss ja immer auch Faktoren bedenken, wie Mensch, hat der noch richtig Bock, sich da reinzuhängen? Ist der schon satt oder ja, hat der überhaupt Bock, zweite Liga zu spielen, so von seinem Anspruch her? Was ist das für ein Typ so, ne? Klar, das musst du bei all denen hier bedenken, ne? Das ist, ja, da bin ich bei dir. Das, ich finde nur einfach so ein paar Kandidaten sind hier einfach wirklich auch interessant. Und deswegen, das meine ich ja auch, das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Ne? Ja, Position, komm, machen wir mal hier Mittelfeld. So, zeig mal an hier. Nur Mittelfeldspieler sind das halt. Ne? Roman Neustädter müssen wir holen, der ist vertragslos. Ja, der kommt hier bestimmt auch irgendwo. Bernd Afrall, aber es sind auch. Der ist Sechster. Der wird halt bei Transfermarkt als Sechster geführt. Ja. Hier ist auch Castro. Guck mal, das sind alle die Kandidaten, die ich jetzt hier runterscrolle. Ne? Hier ist auch Roman Neustädter, 33. Ja, bei Gladbach ehemaliger, ne? Ja, und Schalke. Ja. Schalke auch kann. Zuletzt bei Dynamo Moskau, davor Schalke. Nigel de Jong ist vertragslos. Leute, komm, bitte. Premier League Meister. Ja, Roman Neustädter, höchster Markt mit 9 Millionen. 800.000 jetzt gerade, 33. 1,88. Ja, zuletzt bei Dynamo Moskau. Ah, nee, hat der Jungs bei Hamburg gespielt, tut mir leid. Können wir vergessen. Aber man sieht auch, wie es laufen kann. Ich erinnere da an einen gewissen Michael Silvestre bei uns, ne? Ja. Was war das für eine Prothese als Außenverteidiger? Meine Fresse, du. Super. Das war ja grausam, ne? Klasse. Haben ja die Augen getränt, ey. Wir hatten da eine dritte Eckfahne bei uns an der Linie. Das ist ja klasse. Aber Erwin Nico besser auf der linken Seite gewesen. Das waren Schmerzen, Alter, echt. Hätte ich dir gemacht in der Zeit. Nee, echt jetzt, den musst du ja bei jedem Spiel mit Sauerstoffzell wiederbeleben, ey. Ja. Wenn er erstmal 3 Meter gelaufen ist. Silvester kann zu froh sein, wenn er gelaufen ist. Das ist das ja. Nächste, wenn dann auf zur Auswechselbank vielleicht, ja. Aber er war plötzlich blitzschnell, ey. Ja. Das ist wirklich. Das war echt ein Torbeutelvergesser, ja. Wirklich war. Boah, ich weiß, ich sag dir ehrlich, ich weiß auch noch damals, bevor Silvester gekommen ist, ne? Von Manchester United, ja. Legende, Bruder. Ja. Ich dachte, wir haben im Lotto gewonnen. Ja. Wie haben wir den denn bekommen? Ja. Hat der geil gespielt damals auch. Ja. Ne? Und ich dann war. Bei uns, das war, ich weiß nicht, die haben den verarscht oder so. Das war gar nicht Silvestre. Das war Manuel Neuer, also den Werbespot. Das war Manuel Neuer. Genau so wie Silas sind am Ende, die haben dir einfach den Namen geändert. Ja. Ein Wechsel zu viel im Transferperiode. Rat war mal eben bestochen den eigenen Spieler, also ändere mal deinen Namen, damit will ich ein bisschen machen. Dann haben die es auch einfach wirklich vertan, ne? Die wollten gar nicht Silvester, die wollten Pogba, die haben sich aber vertan. Schwierig. Ich freue mich, Silas auch damals auf dem Kanal. Sah so ähnlich aus. Ja, das ist Idris Dumbia. Ja, jetzt kommen die ganzen Namen wieder. Ja, das, ich sehe das gleich schon. Wir haben auch da gerade was Blödes aufgemacht, dass wir diese Liste gezeigt haben. Ich sehe gleich schon bei Insta wieder die ganzen Namen. Nico, holen wir nicht den und den? Ja, klar. Ja, aber das ist doch wieder interessant, ja.
Ja, was zu diskutieren. Ja, das ist sowieso da wirklich ja das Diskussionsthema Nummer 1 eigentlich, weil ohne Sechser läuft es halt einfach nicht. Du brauchst ein zentrales Mittelfeld, was steht, und das fängt bei einem Sechser absolut an, ne? Und dass das so gerade ja, aberkannt wird oder nicht wirklich wahrgenommen wird, ist eigentlich schwer zu glauben, ne? Von einem Verein, der sagt, ja, wir sind in einem Wiederaufbau, aber im Grunde genommen weiß jeder auch, wir wollen aber auch einen Wiederaufstieg, ne? So, das wird da keiner abstreiten. Also das ist ja auch logisch. Wir wollen das ja auch alle, die das nicht sagen. Auch alle, die sagen, ja, aber es geht erstmal ankommen und wieder aufbauen und so. Ihr wollt trotzdem auch alle, dass Werder wieder aufsteigt. Wollen mir keiner erzählen. So, ich will das ja genauso. Das Einzige, was ich nur die ganze Zeit sage, ist, realistisch schauen darauf, kann man erst, wenn man die Hinrunde durchgespielt hat. Das sage ich. Aber natürlich, wenn man mich fragt, wie sieht es denn aus, sage ich, natürlich will ich aufsteigen. Natürlich will ich im Idealfall Erster oder Zweiter, gar nicht Relegation, direkt Gimmi, ne? So, ja. Aber. Wollt ihr aufsteigen? Nö, passt schon. Zweite Liga ist schon geil. Also. Ja, es gibt ja so ein paar Holzköpfe, die wirklich sagen, ja, aber zweite Liga ist ja viel geiler und so. Ja, klar, zweite Liga ist ganz geil. Da sind viele Traditionsvereine, da gebe ich recht, ne? Ja. Aber geil leer als erste Liga, wo bist du denn, Alter? Ich will wieder in die erste Liga. So, wenn man zweite Liga ganz, ganz geil findet und das die ganze Zeit gucken möchte, Hamburg stellst du zur Verfügung. Die werden wieder Vierter, so, und dann kannst du das Ganze auch machen. Ja. Und einige haben auch, finden auch richtig geil, sich ein Loch ins Knie zu bohren, sich einen Stock reinzustecken und so zu drehen, bis sie der NDR 2 empfangen. Finden sie einige auch geil, aber ja. Ob das so geil ist, weiß ich auch nicht. Also, das ist, also, weißt du, was das einzige Gute da auch noch ist, was so ein Nebeneffekt noch ist? Dass wir alle nur noch einen Pay-TV-Sender eigentlich haben müssen, um alle Spiele von Bremen zu gucken. Brauchen nur noch Sky für zweite Liga. Nur Sky, dann kannst du alle Spiele gucken. Erste Liga brauchst du wieder gefühlt drei Sachen, musst du rumswitchen. Das ist ein Argument, finde ich, oder? Also eigentlich können wir dann doch in der zweiten Liga bleiben, wolltest du damit sagen, oder? Hä? Also, Fang war gerade schlecht, Holger, ich weiß nicht. Ganz schwierig. Aber pass auf, nächstes Jahr ist ja wieder zweite Liga auch vier, weißt du, da musst du aufpassen. Das ist es wahrscheinlich. Ja, der will einfach nicht, dass wir so viele verschiedene Abos haben, deswegen müssen wir jetzt in der zweiten Liga bleiben. Ja, die machen das für uns. Die haben das im Kollektiv gelöst. Ja. Jetzt fällt es mir. Jetzt ist es soweit. Die Schuppen von den Haaren. Ja. Kofeld, Kofeld, oje. Kofeld, Fernsehstadt. Kofeld ist ja in Kiel jetzt im Gespräch, haben die gemeint. Was ist Kofeld? Holstein Kiel wollte Kofeld, hat jemand gemeint. Bist du denn? Ach, ist schon wieder vorbei. Eigentlich schon geschrieben, dass es nichts wird. Nee, ja, nicht nur das. Er ist jetzt ja auch als Fernsehexperte angestellt. Als TV-Experte gestern gesehen bei Amazon Prime, Leute. Ja. Krass. Nee. Fernsehexperte? Ja, kein Spaß. Ja. Also Florian Kofeld, für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, war gestern auch schon im Fernseher. Ist jetzt da Fernsehexperte, ohne Witz. Ist kein Spaß. Jeder muss Prime haben, kann in Champions League da ein gewisses Spiel gucken. Und da ist der Kofeld, Leute. Wenn ihr jemanden hören wollt, der Scheiße labert, dann habt ihr die alle schon, die Amazon-Kommentatoren und Florian Kofeld. Ja, wobei, man muss ja eins sagen, labern konnte der Typ. Wollte ich gerade sagen, wenn er eins konnte, dann labern, ne? Ja. Aber das war extrem viel Scheiße. Ja, aber Kofeld, ich hab den eigentlich, also wie gesagt, klar, hat jetzt letztes verkackt und alles, ne? Gebe ich aber auch, wie gesagt, mehr auch dann die Schuld Baumann, weil der hätte das sehen müssen, der hätte den das müssen. Aber brauchen wir ja gar nicht mehr drüber reden, ist ja egal jetzt. Das, was ich nur sagen wollte, ist damit, ich mochte Kofeld wirklich sehr, sehr lange auch. Gerade am Anfang so. Ich fand Kofeld, als er da, was er da für einen Schwung am Anfang reingebracht hat, das war schon teilweise auch schön anzusehen. Und menschlich gesehen würde ich den auch jetzt noch mögen. Also rein menschlich, finde ich, ist das ein krasser Typ, ne? So, natürlich hat er am Ende alles völlig verkannt und das kreide ich dem auch an und sage auch, da wurden einige Fehler gemacht. Ich glaube aber auch, dass er das mittlerweile auch selber weiß, ein Stück weit. Und wenn nicht, dann ist es halt sein Ding, wenn er es jetzt nicht weiß. Ne? Aber wie gesagt, da wurden Fehler gemacht. Menschlich, toller Typ. Aber Nico, mal ehrlich, am Ende, wenn ich Kofeld gehört habe, ey, Nico, ich nicht mehr hören, haben mir die Ohren geblutet. Klar. Ja, klar. Wahnsinn. Also dieses Gelaber, da kriegst du zwei geisteskrank. Also, dann war ja ausgebrannt. Aber am Anfang, da haben viele den Werder beneidet, also dass Kofeld überhaupt hier war. So aus der Jugend so hochgezogen, neuer Thomas Schaaf so. Da waren schon viele Erwartungen da. Aber am Ende war er so kaputt auch, so psychisch angeschlagen und so. Ja, definitiv. Wie gesagt, zum Ende wollte ich auch da eigentlich nur noch, dass wir da irgendeine Reaktion zeigen, neuen Trainer holen und sonst was. Da ging es mir auch gar nicht gegen Kofeld, sondern einfach
für Werder. So, das ist ja auch immer so ein Ding. Aber ja, so ist das, ne? Mal gucken, was jetzt da auch, was er da in, ich sag mal, in Anführungszeichen in seiner Fernsehkarriere macht, werden wir ja sehen, so. Aber kann ja auch für uns zum Vorteil sein, kann ja auch gut sein, dass er dadurch bei Werder aus dem Vertrag raus ist. Und jetzt. Das wird der neue Wetterfrosch von Amazon Prime nicht. Oder so. Der ist nicht aus dem Vertrag raus. Ja, aber vielleicht ist der so, dass man da einfach weniger zahlen muss an ihn. Dass er halt, guck mal, hat er seinen Vertrag bei Werder? Und vertraglich gesehen muss er ja auch bei Werder rein theoretisch sein, um die Mannschaft zu trainieren. Er hat einen Trainervertrag. Der kann ja so nicht erfüllt werden. Er kann, wird den Vertrag noch haben, wo er Geld bekommt. Aber vielleicht müssen wir auch dadurch, dass er jetzt im Fernsehen da auch noch einen Vertrag hat, weniger zahlen. Wäre ja dann auch gut für uns. Rein theoretisch zumindest. Jetzt wird es strategisch hier, echt. Tja. Den können wir Kohfeldt noch aufschwatzen. Mal gucken, damit wir nicht einem. Keiner wird vorstellen, dass zu Hertha geht. Keiner wird den nehmen für diese Ablöse, also für diese. Oh, ich kann mir vorstellen, dass er zu Hertha geht, wenn Dali rausgeschmissen wird. Nee, geht auch nicht. Doch. Nee. Könnte schon sein, rein theoretisch. Also ich glaube, dass allgemein, wenn in der Bundesliga Trainer entlassen werden, werden die natürlich auch Kohfeldt auf dem Schirm haben. Du musst ja nicht die Ausstiegsklausel zwangsweise zahlen, nur weil die da drin stehen. Also ich würde den krass, auch ganz oder? Gern in der Bundesliga sehen, also um einfach wie ja. Eine zweite Chance, um zu sehen, ja was oder so, na, nicht um sich reinzuwaschen, aber um zu sehen, was er kann und wie er beim anderen Verein wirkt. Also würde mich echt neugierig machen, also wenn er da in der Bundesliga aufschlägt. Hertha, perfekt. Dann hat er seinen 15-Millionen-Stürmer ja wieder, passt perfekt. Den weiß er ja, wie er die Badel muss. Ja, da ist der neue Schleudersitz in der Bundesliga, den Schalke abgestiegen ist. Nee, Davy Selke ist das. Also Wahnsinn. Ja, Ding ist einfach bei Hertha. Hertha hat das allgemein an Sympathie extrem verloren. Das war unser eigentlicher Hauptstadtclub so, ne? Auch viel, viel Tradition hinter. Man muss es ja tatsächlich so sagen, aber mittlerweile muss man fast schon sagen, dass sympathieträgermäßig Union vor Hertha ist. Das war vor ein paar Jahren noch fast undenkbar, ne? Ja, aber deutlich. Ja. Ja, die haben super Arbeit geleistet bei Union. Wirklich, Union muss man das anerkennen. Ja, muss man auch. Sehe ich auch so. Absolut. Immer bodenständig geblieben, immer ehrlich. Es gefühlt weniger wert als unsere und die spielen Europa. Ja, aber das Union ist ja auch ein Paradebeispiel genau dafür. Aus wenig Geld viel zu machen, ne? Vom Ursprung. Das müssen wir machen, wenn wir aufsteigen. Ja, das, aber weil das der Hubert von schon Union wird ja immer mit dem Schmitzel hat das auch geschafft hat verglichen. Also. Mann, sag nochmal was. Der Runert von Union wird ja mit dem Mislintat von Stuttgart verglichen, als die beiden besten Scouts der Liga. Also die kohlen halt sehr viele Spieler, die halt einfach zu haben sind einfach. Ja. Und mit Urs Fischer sitzt der scheinbar jetzt 5 Jahre schon da, glaube ich. Also seit Düvel weg ist, ist halt Urs Fischer dort Trainer und das fühlt sich an, als wäre er halt schon 5 Jahre Trainer dort halt. Und auch Sympathieträger. Genau wie du gerade sagst, diese Länge der Zeit und dieses Projekt, was da aufgebaut wird, damit überzeugen die auch die Spieler. Unter anderem ja auch Max Kruse. So, das ist ja, das kommt ja nicht von ungefähr, ne? Davy Klaassen auch. Hä? Davy Klaassen auch. Wie da, Union Berlin? Nein. Achso, Max Kruse. Ja, ich dachte, Max Kruse war bei Werder. Ach, da ruhig. Ja. Ist das ein Tunnel? Ich hab gedacht. Aber es wird die Röntgase an. Ich hab hast du die Röntgase an oder was? Na, ja, die habe ich auch noch an. Aber ich hab. Bitte, Werder-Karriere. Klar, sie wieder bei Bremen oder was? Nee, Ultimate Team, Entschuldigung. Meine, Ultimate also, ich hab gerade gedacht, du hast gesagt, wegen Länge der Laufzeit. Ja. Über Kohfeldt und dann, oder hast du Kruse erwähnt? Ich habe gedacht, er war auf Werder bezogen. Apropos dann, FIFA, Werder-Karriere, da könnt ihr übrigens auch mal hier reinschreiben, Chat, wer da irgendwie Bock drauf hätte oder so. Da haben wir jetzt ein paar Nachrichten bekommen. Muss man mal gucken, ob das hier so umsetzbar ist auf dem Kanal. Glaube eher nicht. Eher auf dem zweiten Kanal sehe ich das Ganze. Ja. Mal gucken. Aber um das Ganze jetzt in eine ganz andere Richtung zu lenken, ich mache den Discord mal zu und sag dann noch was zu Worm. War schön mit euch. War heute, glaube ich, mal ein ganz anderer Stammtisch. So ein bisschen Kuddelmuddel auch dabei gewesen. Aber war schön, sich wieder ausgetauscht zu haben, würde ich sagen. Guten Abend. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Ja, guck mal, einfach sympathisch, ne? Einfach sympathisch.
alle schönen Abend gewünscht, tschüss und so weiter. So muss das auch, ne? So muss das auch. Freut mich wirklich. Allgemein, ich finde die Discord-Runden, die Stammtisch-Runden sehr sympathisch, Leute. Auch wieder. Heute ganz viele neue auch dabei gewesen. Auch ein paar alte Gesichter, auch ein paar neue Gesichter. Ist doch schön. Freut mich immer sehr, dass auch der Stammtisch so bei euch ankommt. Oder ihr den auch so annimmt. Und ja, morgen um 12 Uhr gibt es den Ausblick. Da rede ich nochmal im Ausführlichen über Heidenheim. Übrigens, für die Leute, die den letzten Ausblick nicht gesehen haben, beim Ausblick ist auch immer die Aufstellung, meine voraussichtliche Aufstellung immer mit dabei. Ihr müsst das nur halt dann komplett sehen. Das ist halt immer so ab Mittelteil irgendwann die Aufstellung auch, weil dann ein paar Leute gefragt haben, ob ich die Aufstellung nicht mehr mache. Ah ja. Ich hoffe, euch hat der Stammtisch gefallen. Würde mich freuen, wenn wir nachträglich noch die 100 Likes voll machen. Wer noch kein Abo dagelassen hat, um mich zu unterstützen, gerne nachholen. Und FIFA-technisch, ja, dazu, wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Nachrichten bekommen, liegt einfach daran, dass FIFA auch so jetzt im Hype wieder ist. Wenn ihr was von FIFA sehen wollt, denke ich, macht das eher mehr Sinn auf dem 2K. Ich weiß nicht, ob eine Werder-Karriere hier auf dem Kanal Sinn machen würde oder ankommen würde. Müssen wir mal im großen Rahmen drüber reden. Könnt mir gerne auf Instagram oder auch hier drunter schreiben, was ihr prinzipiell davon halten würdet. Müssen wir mal gucken. Wenn dann eher Werder-Karriere, FIFA allgemein eher, wenn dann auf dem Zweitkanal. Aber ihr wisst ja auch, was meine Meinung dazu ist. Macht das bloß nicht nach, steckt da auf gar keinen Fall Geld rein in FIFA und so weiter und so fort. Wenn euch das Spiel zu sehr aufregt, macht das sofort aus, hört auf, sonst werdet ihr echt Baller im Kopf. Das ist so. Ja, und ich werde vielleicht, morgen drehe ich vielleicht auch auf dem Zweitkanal ein Video zu FIFA. Hab meine erste Icon jetzt geholt, auch fürs Team. Und ist vielleicht für den einen oder anderen dann interessant, ne? Also, bis dahin, das war's wieder mit dem Ganzen. Ja, ich hoffe, wie gesagt, einfach, dass ihr auch da Spaß hattet jetzt und dass das für euch ja auch wieder ein cooler Stammtisch war, auch wenn er nachträglich jetzt erfolgt ist. Und genau, 73 Likes haben wir, 100 Likes kriegen wir, glaube ich, noch hin. Kuss geht raus. Abstimmung auf YouTube könnten wir auch machen. Könnten wir auch machen zu FIFA-Karriere. Müssen wir mal schauen. Alles klar. Bis dahin, das war's und ciao, ciao.